liebe Freunde, herzlich willkommen zu Inside PlayStation. Heute am Freitag, nicht den 13., obwohl es sich so ein bisschen so anfühlt. Ja, ohne Scheiß. Ihr könnt es nicht glauben. Ich würde gerne mal so eine Behind-the-Scenes-Doku machen, wie das immer aussieht, bevor wir hier live gehen. Ja. Hier ist immer ein absolutes Chaos. Ich hoffe auch, man sieht den Schweiß nicht, in dem ich gebadet bin. Das ist bis zur letzten Sekunde wuseln Leute rum, läuft alles, klappt alles. Ja. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, das wird was heute. Ja, ich glaube, es wird sehr spannend heute. Vor allem haben wir heute ein bisschen mehr als sonst. Wir haben eine Sendung, mein Gott, die ist vollgepackt mit Quatsch. Das wird super. Wir und Quatsch? Nein. Ja, doch, natürlich. Hochseriöser und kompetenter Spielejournalismus. Den findet ihr nicht bei uns, sondern woanders. Nee, ohne Scheiß, wir haben echt richtig was vor heute. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, PlayStation VR ist gelauncht. Nein, war echt? Ja. Und wir haben das Ding seit ein paar Tagen hier. Und das heißt, wir haben echt alle ordentlich Nachtschichten geschoben und quasi alles rausgeholt, was es zur Kiste rauszuholen gab. Und deswegen wird diese Folge jetzt auch ein bisschen unter dem Übermotto PlayStation VR stehen. Wir zeigen euch einfach so fast alles, was ihr wissen müsst. Richtig. Das ist schon echt eine Menge. Richtig. Genau. Und außerdem, ich kann es auch schon mal anteasen, wir haben auch ein kleines Gewinnspiel. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben ein kleines Gewinnspielchen vorbereitet und zwar kann einer von euch... Ich beug mich mal kurz aus dem Bild, red ruhig weiter. ...eine PlayStation VR gewinnen. Meine, ja, sie kommt jetzt. Hallo. Da ist sie. Die wollte ich doch eben noch. So sieht das gute Stück aus. Das Ding könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, das sagen wir euch allerdings erst später. Ja, gemein. Ich stelle die schon mal dahin. Ich glaube, wir werden ihn noch so einfach mal ins Bild halten. Ja, genau. Wir haben es ja gerade schon mal angerissen. Wir haben ordentlich was vor. Wir haben richtig Programm. Deswegen gehen wir doch mal in die aktuelle Tagesübersicht. Was haben wir denn heute alles so? Womit fangen wir an? Naja, wir starten, wie gesagt, heute das große Oberthema PlayStation VR. Yes. Heute dreht sich bei uns sehr, sehr viel um PlayStation VR. Wir haben ein paar Matzen vorbereitet, wo wir euch bis ins Detail alles erklären, was ihr wissen müsst. Dann kommen wir zu Tomb Raider. Nee. Denn Tomb Raider ist auch erschienen, Mensch. Jetzt leck mich fett, du. Leck mich fett. Ja. Und da zeige ich euch ein bisschen, was ihr in Tomb Raider oder beziehungsweise Rise of the Tomb Raider, wie es ja offiziell heißt, denn so alles Schönes anstellen könnt. Ich muss wirklich, du siehst irgendwie anders aus, wenn man direkt dir gegenüber sitzt, als wenn ich dich so auf dem Ja, auf aber dem so ist Kontrollen das doch immer, Mensch. Ja, ja, total. Aber ihr seid ein bisschen neidisch, aber mir fallen jetzt irgendwie noch so ein paar Details auf, die man so aus der Entfernung gar nicht so sieht. Aber ich bin heute ist dir wieder besonders gut gelungen. Mein heutiges Motto passt zu dem nächsten Thema, was hoffentlich klappt, was wir uns sehr, sehr wünschen. Denn heute startet die Call of Duty Infinite Warfare Beta. Die werden wir versuchen anzuspielen. Und zwar startet die Beta um 19 Uhr. Ob das alles klappt, wissen wir nicht. Ja, ey. Aber wir tun unser Bestes und hoffen natürlich, dass wir euch heute Abend Call of Duty zeigen können. Ja, eben. Also ich meine, ihr kennt es und wir haben es ja auch schon des Öfteren mitbekommen. So, der Ansturm auf die Server ist halt immer sehr groß, wenn sowas freigeschaltet wird. Deswegen können wir leider nicht garantieren, dass wir jetzt beim ersten Schwung dabei sind. Wir werden es versuchen. Aber wenn nicht, dann findet das heute nicht statt. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, denn wir haben noch ein anderes Spitzenthema. Da freust du dich. Ja, ich bin schon richtig aus dem Häuschen jetzt. Ja, wir, beziehungsweise du, also ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Du zockst heute nämlich Outlast 2. Da ist ja nun auch die Demo jetzt seit ein paar Tagen draußen. Ja. Ich habe mir das Ding schon angeguckt, du hast dich wohlweislich davon ferngehalten. Natürlich. Hallo? Aber heute hilft alles nichts, heute setzen wir dich auf den Pott, heute zockst du mal die Outlast 2 Demo. Und das Schöne ist, wir machen sogar ein bisschen atmosphärisch. Ein bisschen heimelig für mich, ja. Haben sie sich ganz fein ausgedacht, machen wir mal schön das Licht aus, geben wir mal schön ein paar Kopfhörer. Ja, genau. Wollen wir mal gucken. Ich hasse euch jetzt schon. Alter. Ach komm, das wird ganz schön. Du entdeckst die Liebe zum Horror neu, ich werde das... Ich verspreche es dir so gut wie. I call Bullshit. Ja, schauen wir mal. Außerdem, was haben wir noch? Wir werden außerdem ein Feature reaktivieren, was es in ähnlicher Form schon mal gab. Yes. Was dann so ein bisschen leider über Bord gefallen ist, aus Zeitgründen. Nämlich Match ärger dich nicht, ist wieder da. Mhm. Und jetzt sogar super cool abgekürzt. Es hat einen richtig geilen Namen. Oh mein Gott, Achtung. Nämlich Madden. Versteht ihr? Madden. Match ärger dich nicht. Madden, Alter. Und zwar, und das ist der absolute Knaller, das ist nicht so, wie wir mal angefangen haben, wir zocken irgendwie ein bisschen gegeneinander, aber eigentlich kümmert es keinen, sondern der Untertitel von Madden heißt The League. Wir haben jetzt eine Liga, wir machen eine richtige Season, wir spielen eine Saison lang. Es werden Punkte gezählt, es gibt einen großen Gesamtsieger am Ende und auch einen Gesamtverlierer. Und auch das kann ich schon sagen, am Ende dieser Folge wird der Verlierer der heutigen zwei Spiele wird auch schon eine kleine Strafaufgabe erledigen müssen. Sollen wir schon sagen, was das ist? Ja, irgendwie, ich weiß nicht, mir wurde es einfach so mitgeteilt. Ich war leider beim Kreativprozess nicht dabei. Du, ich auch nicht. Deswegen, okay, also irgendjemand hat sich ausgedacht, dass der heute verliert, die Abmoderation singen muss. Ja. Nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auf die Melodie vom Sandmännchen. Ist das korrekt so?
Gut, dass ich die, hoffentlich kenne ich die richtige. Ja, das ist richtig. Ja, wer auch immer mit dieser Spitzenidee um die Ecke gekommen ist. Also irgendjemand muss heute auf jeden Fall singen. Und ich weiß nicht, wie es... Ich glaube, du wirst es sein, Wolf. Ja, ohne Scheiß. Das glaube ich leider auch. Das, ja, wirklich. Also freut euch schon mal, da erwartet uns was ganz, ganz Spezielles. Nun gut, wir haben noch ein weiteres neues Format. Und zwar vermissen wir es so ein bisschen... uns mit den Themen der Videospielwelt zu beschäftigen. Klar, wir haben die News am Start, die zeigen wir euch diese Woche natürlich auch wieder. Aber wir wollen uns jetzt jedes Mal ein Oberthema zur Brust nehmen und das bis ins kleinste Detail besprechen. Jedenfalls so lange, bis 7 Minuten abgelaufen sind und dann werden wir knallhart unterbrochen. Ja, ganz genau. das wird, glaube ich, auch recht spannend. Mal gucken, ob wir es schaffen, uns auf 7 Minuten zu beschränken. Ich glaube, die Anmoderation jetzt ist schon länger. Ja. Schauen wir einfach mal. Ey, keine Ahnung. Wir labern schon wieder. Wirklich, ja, dafür haben wir aber die Regie. Die dreht uns einfach den Sound ab, wenn die keinen Bock mehr auf uns hat. Und dann seid ihr auch von uns befreit. So, also echt richtig viel zu tun. Wir fangen aber an. Wie gesagt, PlayStation VR ist das Oberthema so ein bisschen. Und deswegen kommt jetzt die erste Matz zum Thema PlayStation. Was denn? Du lügst. Was denn? Vorher zeigen wir euch nämlich noch den Wochenrückblick. Ah ja, stimmt, der Wochenrückblick. Was bei uns auf dem Kanal passiert Mann, Alter, ist. Ich habe die ganze Liste, dieses ganze seitenlange Dokument, habe ich 1:1 im Kopf, mein Freund. Deswegen, okay. Los geht's, ja, Wochenrückblick. Ja. Ein Feuerwerk der guten Laune erwartet euch auch heute in unserem Kanalrückblick. Nachdem Wolf ja schon im letzten Stream super erfolgreich in XCOM 2 war, hat er dem Ding am Montag drauf direkt eine ganze Stunde gewidmet. Nein, der lebt noch, Alter! Ich krieg einen Koller, der lebt noch. Am Dienstag hatten wir das gute alte Modern Warfare im Grafikvergleich mit dem guten neuen Modern Warfare. Und wenn man ehrlich ist, war das Teil schon zu PS3-Zeiten nicht nur revolutionär, sondern eine echte Augenweide. Am Freitag habe ich euch ein kleines Tor zu meiner Seele geöffnet und euch verraten, mit welchen 7 Spielen ich am besten abschalten kann. Da sind so Schätzchen wie Rampage World Tour oder Spider-Man 2 dabei. Kann man ruhig mal reinschauen. Ganz nebenbei haben wir euch dann noch erklärt, wie ihr die Festplatte eurer nagelneuen PS4 Slim austauscht. Und zwar inklusive 2 linker Hände und mit minimalem Aufwand. Nein, wirklich, es ist kinderleicht. Außerdem pflegte meine Nachhilfelehrerin immer zu sagen, wenn du was nicht weißt, musst du wenigstens wissen, wo es steht. Tja, und zu guter Letzt haben sich Wolf und Maurice ordentlich in Mafia 3 ausgetobt. Schießereien, shady Deals, ihr wisst schon. Was mit dir? Will der vielleicht wieder einsteigen? Nö, er bleibt hier. Hallo? Oh Mann, Alter. Ciao, Digga. In aller Seelenruhe. Und da steht sogar noch einer. Wenn ihr uns in Zukunft nicht verpassen wollt, abonniert einfach Inside PlayStation auf YouTube und schaltet auch beim nächsten Stream wieder ein. Ich husche jetzt schnell zurück ins Studio. Geil. Ja, Leute, wir haben gerade gehört, es gibt irgendwie gerade Soundprobleme oder was? Ach, das ist ja ganz was Neues. Ja, aber diesmal liegt es nicht an uns, sondern irgendwie scheint ein YouTube-Problem zu sein. Ein paar Leute haben geschrien, wir können leider auch nichts machen. Wir hoffen, dass es besser wird. Wir sind asynchron. Wie mit Wetter eigentlich. Ja. Wir sind den Launen von YouTube willenlos ausgeliefert in diesem Fall. Ja. Wir machen einfach weiter mit unserer ersten VR-Matz. Und zwar zeigen wir euch, wie das Ding komplett aussieht in unserem wunderschönen Unboxing. Viel Spaß. Alle Jahre wieder kommt die PlayStation VR. Ja, Leute, wir haben es ja fast selber nicht mehr für möglich gehalten, aber gerade wirklich vor 2,5 Minuten hat der Postmann geklingelt und er hat uns dieses feine Paket vorbeigebracht. Wir haben endlich eine eigene PlayStation VR-Einheit bei uns. Wir sind alle echt schon sehr, sehr heiß drauf. Ich würde am liebsten direkt loszocken. Aber bevor wir das machen, wir sind im Zeitalter des Internets, machen wir natürlich das, was alle machen, was sein muss, was ihr auch gerne seht, nämlich ein offizielles Unboxing-Video. Also hier nochmal, ne? Bitte verinnerlicht dieses Bild, das ist der Karton, wie ihr ihn auch im Laden kriegt. Und damit ihr auch seht, was tatsächlich drin ist in dem Schätzchen, schalten wir jetzt mal in eine kleine Detailansicht um. Ich öffne den Karton. Und siehe da, drin ist noch ein Karton. Das ist wenig überraschend, aber hier auch schon mit sehr schönem, mit einer Falt- und Klappmechanik. Aber jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Nummer 1 natürlich, nicht ganz unwichtig, ist tatsächlich die Anleitung. Und ich kann euch nur empfehlen, Freunde, wenn ihr das Ding zum ersten Mal anschließt, dann rate ich euch wirklich tatsächlich, das Ding aufzubewahren und mal reinzugucken, falls da noch irgendwelche Fragen bestehen sollten. Eigentlich ist der Anschluss relativ easy und leicht, aber gerade in diesem Fall macht es durchaus Sinn, sich das mal echt in Griffnähe zu bewahren. So, jetzt kommen wir aber eigentlich
an den Speck der Sache. Wir haben viele kleine Einheiten und Elemente. Ich fange einfach mal hier ganz links an. Ich will eigentlich diese Kartons gar nicht so kaputt machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber irgendwie, ich bewahre die mir dann immer auf. Und man sieht auch schon, hier wurde wirklich absolut platzsparend verpackt. Das ist also das Stromkabel hier. Ich denke, das ist jetzt irgendwie selbsterklärend. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig weiter drauf eingehen. Ich klappe mal weiter auf. Ich will es echt nicht kaputt reißen, ne? Aber ich glaube, man muss hier ein bisschen mit Brutalität zur Sache gehen. So, und jetzt wird es tatsächlich erstmals richtig spannend, denn hier drin ist die Gerätschaft, ohne die ihr die PlayStation VR nicht richtig nutzen könnt. Das ist nämlich hier natürlich zum einen euer Stromanschluss, ganz klar. Nicht ganz unwichtig ist tatsächlich, dass auf den Verpackungen hier, ihr seht es, so kleine Ziffern aufgedruckt sind, damit ihr die Komponenten auch ziemlich gut auseinanderhalten und einordnen könnt. Das, wie gesagt, ist natürlich hier für den Strom. Ohne den läuft nämlich gar nichts. Hier haben wir nochmal ein kleines USB-Kabel. Auch das kommt natürlich dann beim Anschluss zum Einsatz. Und das Wichtigste, zumindest in diesem kleinen Karton, ist das hier. Das ist nämlich die Prozessoreinheit. Die splittet das Signal zwischen eurem Fernseher und eben der VR-Brille auf, damit auch die Umstehenden sehen, was ihr seht. Das ist also absolut unabdingbar. Da können wir auch noch mal ganz kurz die Rückseite zeigen. Hier gibt es so einen ausfahrbaren Schlitten. Wie gesagt, wenn ihr euch jetzt wundert, wie, was, Schlitten, wofür, warum, raff ich nicht. Es gibt noch von uns ein eigenes Video, wo wir den Anschluss ganz genau erklären. Aber das ist natürlich jetzt erstmal hier, damit ihr seht, was euch in der fertigen Box erwartet. Ich weiß gar nicht, ich komme vielleicht mal ein bisschen näher für die Kamera, damit man es auch sieht. Können wir diese PlayStation-Symbole hier oben einfangen? Bestimmt, oder? Hier, geil. Das ist, damit ihr seht, welches Kabel tatsächlich in welchen Slot und Port gehört. Ich packe es jetzt mal nicht wieder ein. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Dann geht es weiter hier. Natürlich auch nicht ganz unwichtig, die Demo-Disc. Denn man will ja auch ein bisschen was spielen zu Anfang an. Teste 8 aufregende Virtual Reality-Spiel-Demos. Ich muss selber gucken, was drauf ist. Von Rix über Battlezone, Eve Valkyrie ist dabei, Headmaster, Tumble VR, Drive Club und so weiter und so fort. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Papiermaterial. Ja, hier eine Gebrauchsanweisung und nochmal die Garantie. Ich denke, damit müssen wir uns jetzt nicht übermäßig lang beschäftigen. Genau, hier ist noch ein Kopfhörer dabei, natürlich mit ein paar Aufsätzen auch, denn wir alle haben ja verschieden große Ohren. Ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten irgendeine Form von Kopfhörer da haben, aber weil es tatsächlich schöner ist, akustisch ein bisschen diskreter zu werden beim Zocken, ist jetzt hier nochmal einer mit dabei, um auf Nummer sicher zu gehen. So, dann geht's weiter mit Kabeln. Wir sind noch lange nicht am Ende, was das Thema Kabel angeht. Hier ist nochmal ein HDMI-Kabel dabei, markiert mit der 1, damit ihr wisst, wo auch das Ding reingehört. Etwas wuchtiger ist dann hier schon diese Verlängerungseinheit, auf der die 4 zu sehen ist. Ja, die ist dafür da, dass ihr beim Zocken auch echt ein bisschen Bewegungsfreiheit habt. Also die Kabel der Brille kommen quasi hier in diese Verlängerungseinheit und die wiederum kommt dann in eure Konsole. Das ist einfach, ihr möchtet euch wahrscheinlich beim Zocken so ein bisschen bewegen, vielleicht mal auch hin und her laufen ein wenig oder euch irgendwie körperlich betätigen. Und deswegen macht es schon echt Sinn, hier auch diese Verlängerungseinheit zu nutzen. Für unsere Freunde, die Wert auf Hygiene legen, ein Abputztuch, ein Screen Cleaner. Ja, also ich kenne einige Leute, denen ist das tatsächlich echt nicht ganz unwichtig. Wenn jemand vielleicht zur Schweißbildung neigt, dann ist es schon nett, die Brille dann nach jedem Gebrauch wieder abzuwischen. So, hier können wir uns noch Hilfe holen, wenn irgendwas nicht klappen sollte. Das kennt man aber auch. Aber das ist natürlich alles nur Vorgeplänkel, denn das hier ist der echte Shit. Und jetzt sind wir endlich da. Das ist die eigentliche Brille. Natürlich auch nochmal extra eingepackt. Ich hole sie mal raus. So. So, und hier ist das gute Stück. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesehen haben. Wir hatten das Ding ja auch schon in unserem Livestream vorletzte Woche. Aber das können wir vielleicht mal zeigen. Das haben wir nämlich, glaube ich, so noch gar nicht gesehen. Wenn ich es mal auseinanderziehe hier, dann sieht man hier noch diese Schutzfolien auf den Optiken. Ich traue mich irgendwie gar nicht. Doch, ich ziehe es mal einen ab, oder? Ich mache das jetzt mal. Ich bin der Erste. Ha, geil. Oh, das ist so, kennt ihr das? Wie wenn man ein Nutella-Glas aufmacht und man ist so der Allererste, der das Messer reinsticht. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Sollen sich Psychologen damit beschäftigen. So, und jetzt ist das Ding quasi auch wirklich in Betrieb. Jetzt sind die Schutzfolien ab.
Aber das ist tatsächlich hier das Ding, um das sich alles dreht. Auch hier ist natürlich auch nochmal ein relativ langes Anschlusskabel dabei. Da geht dann unter anderem auch der Kopfhörer rein, den ihr hoffentlich benutzt. Ihr könnt das Ding direkt manuell hier anmachen. Also ihr müsst nicht irgendwie euer Pad nochmal suchen oder an die Konsole krabbeln. Ihr macht es direkt hier über diesen kleinen Power-Button an. Aber wie gesagt, das werden wir euch nochmal in einem eigenen separaten Video vorstellen. So, und ich glaube, ja doch, damit haben wir es. Ich weiß nicht, vielleicht ist für den einen oder anderen noch dieser Schaumstoff interessant. Vielleicht haben wir da so ein paar Fetischisten, die das irgendwie geil finden. Ja, Dennis hier hinter der Kamera, der grinst auch schon. Ich lass dir den dann, ne? Kannst du damit nach Hause nehmen, schön. Ich werde es auch nicht wieder einpacken alles, aber das ist das, was euch erwartet, wenn ihr die VR im Laden dann direkt mitnehmt. Boah, packe ich das jetzt alles wieder ein? Boah, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse das irgendwie einfach mal so, denn als nächstes werden wir uns tatsächlich direkt an den Anschluss machen. Wir haben uns auch schon ein paar Games runtergeladen. Auch da erwartet euch ein eigenes Video. Da gucken wir nämlich in die ersten Starttitel rein und sagen euch, welche davon so richtig geil sind und welche uns da am meisten Spaß machen. Das war das Unboxing von PlayStation VR. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch die anderen Videos euch zu Gemüte führt. Und ansonsten steht euch der Kommentarbereich natürlich immer offen. Habt ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwas nicht klar, irgendwas nicht verstanden oder was, dann haut es einfach in die Kommentare. Wir lesen mit und werden es dann auch nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Das war das Unboxing von diesem Teil. Ich mache jetzt erstmal meinen verlängerten Jahresurlaub. Ich werde gar nicht mehr rausgehen. Das war's. Inside PlayStation sagt Tschüss und viel Spaß in den virtuellen Welten. So. Irgendwie offenbar echt schwere Soundaussetzer gibt. Die einen schreiben, bei mir ist es alles super und läuft. Die anderen schreiben, bei mir ist asynchron. Wieder andere sagen, ich habe nur Standbild. Leute, wir arbeiten im Hintergrund dran. Es ist leider nicht so einfach, irgendwie von wegen kurz aus und wieder anmachen. Das ist dann doch ein bisschen komplexer in so einem Livestream. Und lieber, ich weiß gar nicht, wie er hieß, Shunichi Kudo, keine Ahnung. Nein, bei einem Livestream kannst du nicht vorspulen. Das tut uns sehr leid, dass sich die Mats jetzt offenbar nicht interessiert hat. Das kommt mal vor. Aber wenn du nicht gerade eine Zeitmaschine hast, wie auch schon jemand im Chat vorgeschlagen hat, dann kannst du eine Live-Sendung nicht vorspulen. Also da musst du dann jetzt leider mal ein paar Minuten durch. Auch nein, durch so eine langweilige Mats. So, was machen wir jetzt? Wir spielen jetzt mal eine Runde Tomb Raider. Du spielst eine Runde Tomb Raider. Ach, zur Entspannung. Ich glaube, wir brauchen das. Das ist eigentlich ganz geil, ey. Also ja, das stimmt, ne? Ich habe heute. Du bist heute ein fauler Sack. Du, ey, sag mal, Alter, ich hab. Ach komm. Ach komm. Eine Frechheit. Ich möchte darüber nicht sprechen. Nee, wirklich. Und zwar. Möchte ich euch zuallererst mal einen Modus zeigen, den ich selber ganz, ganz spannend finde. Und zwar heißt es Laras Albtraum. Und Laras Albtraum findet in der berühmt-berüchtigten Mansion statt. Wer kennt sie nicht? Aus allen möglichen Tomb Raider-Teilen. Das war immer das Allergeilste. Du konntest immer in diese Mansion und dann konntest du da alles mögliche Erkundenrätsel lösen. Du konntest deinen Butler in den Kühlschrank sperren. Das hat eigentlich fast mehr Spaß gemacht als das Spiel. Und diese Menschen gibt es jetzt wieder und da gibt es einen bzw. zwei extra Modi. In dem einen kannst du viel mehr erkunden, einfach irgendwie deine Vergangenheit aufarbeiten. Okay. Und in Laras Albtraum kannst du gegen Zombies ankämpfen. Wer hat das gedacht? Na endlich! Zombies auch im Tomb Raider. Ich glaube, bald haben wir echt in jedem Spiel Zombies. Gibt es noch irgendein Spiel, in dem keine Zombies auftauchen? Ja, das, naja. Ich überlege gerade. Warte kurz. So, Kinder, wir haben die Nachrichten. Was läuft denn? Wieder? Es ist alles super synchron. Toll aus. Es war tatsächlich unsere Software, aber jetzt sind wir wieder im grünen Bereich. Es Mann, läuft? Alter, ey, geil. Alles wieder super gut. Und auch nochmal. Oh oh. So, cool. Weiter. Der Technikwurm. Also. Er hat sich zurückgezogen. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Das hoffe ich doch. Was bei diesem Spiel ein kleines Gimmick, sag ich mal, ist, sind solche Karten, die du sammelst. Die kannst du dir kaufen, die kriegst du aber auch von Anfang an. Nee, ein Big Head Modus. Ein Big Head Modus! Nein, Alter, echt ohne Scheiß. Wow, ich habe vor Jahren hab ich schon gesagt, der Big Head Modus kommt wieder, im ganz großen Stil. Ich sag's dir. Wir machen das jetzt einfach mal. Und dann, was ich sehr, sehr super finde, du kannst dir auch alte Lara Crofts aussuchen. Und zwar... Auch die nackische? Nicht die nackische, aber hier sieht man schon die Lara Croft aus Angel of Darkness für die PS2. Das habe ich nämlich auch gespielt. Ich glaube, ich habe so ziemlich alle Tomb Raider-Teile gespielt, die es überhaupt gibt. Angel of Darkness war ja nicht so geil, ne? Nee, das war jetzt nicht der beste Teil, würde ich auch zustimmen. Aber naja, du kannst sie spielen. Dann gibt es eine Catsuit Lara. Oh, okay. Das klingt natürlich auch schon mal sehr super gut. Hot. Dann gibt es die aus Tomb Raider 2, glaube ich. Nee, die ist vom Croft-Anwesen, genau. Schön eckig.
Ja. Ihr Gesicht vor allem finde ich super. Kennt. So, und genau. Ich, haben die meisten Jungs Lara Croft in Erinnerung. Aus Tomb Raider 2, die gibt's auch noch, aber ich kann sie im Moment nicht finden. Wir nehmen einfach mal die von Crofts Manor. Nur um mal zu demonstrieren, wie bescheuert das eigentlich aussieht, wenn man die in heutige Grafik setzt. So, und die hat noch ein Big Head. Geil, ey, alles klar. Also alt und Big Head. Genau, und wir haben ganz vergessen, jetzt haben wir tausendmal gesagt, dass wir so tolle Specials zu PlayStation VR haben. Haben aber gar nicht erwähnt und zum Glück seid ihr total wach im Chat da draußen. Irgendjemand hat gefragt, genau, Spaßkanal oder hat eine Anregung, spielt doch mit der VR. Das sollten wir vielleicht mal kurz erklären. Wir werden jetzt nicht live PlayStation VR spielen, weil wir einfach gemerkt haben, dass dieses Studio-Setting, in dem wir sind, und gerade diese Lampen, die uns von allen Seiten in die Fresse ballern, die vertragen sich nicht so wahnsinnig gut mit der PlayStation VR. Also das ist ein rein technisches Problem und deswegen, also bevor wir da wie ewig jetzt an den Lampen justieren, das ist im Rahmen eines Livestreams einfach nicht zu machen. Und deswegen haben wir uns entschieden, tatsächlich heute auf das Spielen von VR-Spielen zu verzichten. Aber wir können auch schon mal ankündigen, später kommt noch der erste Teil einer großen Übersichtsmatz. Ich habe nämlich alle, wirklich alle, zum Launch verfügbaren PlayStation VR-Titel angespielt und mal quasi ein kleines Übersichtsvideo draus geschnitten. Und das kommt später, damit ihr zumindest ein bisschen was von den PlayStation VR-Spielen auch mitbekommt. Ich hoffe, die Erklärung war einleuchtend. So, Alter, wie das aussieht. Guck sie dir an. Da steht sie. Wunderschön eckig. Ey, so wie ich mich in sie verliebt habe. Ja, Hintergrund dieses ganzen Modus ist, dass ihr Onkel das Anwesen geerbt hat von ihrem Vater und sie jetzt rauskicken will und ihr irgendwie droht mit Mord und Totschlag und deswegen, hetzt er ihnen die Zombies auf den Hals. Hallo Maurice. Hallo, lass euch nicht stören. Hallo Maurice. Ich da einmal wohl das Mikro, das ist auch wieder so wuschig. Hallo. Alter! Das kann ich an dir auch mal rumfummeln. Oh, Maurice. Das allein ist schon... Okay, das ist... Okay. Alter, geht, ey, das ist creepy. Oh mein Gott, das ist... Guck mal, ihr... Und dann ist sie auch noch so voll, wirklich anatomisch korrekt vorübergebeugt, weil ihr Kopf wahrscheinlich 2,5 Zentner wiegt. Alter, das ist geil. Okay. Alles klar. So, das ist unser Gott, Anwesen. Wir haben nur eine Pistole und wir müssen 3 übernatürliche Köpfe finden und töten, um den Endboss zu triggern. Die sind im ganzen Haus verteilt. Im ganzen Haus sind auch mehrere Waffen verteilt. Da hinten steht schon der erste Zombie. Und die sind gar nicht mal so einfach. Was, du musst Schädel finden oder was? Ja, du musst 3 verschiedene... Das läuft ja gut. Ja, das geht schon super gut los. Du musst 3 verschiedene schwebende, gemeine Schädel finden. Und die ausschalten. Und dann wird der Endboss getriggert. Wie der aussieht, weiß ich nicht. So weit bin ich nie gekommen. Ach echt? Ach so, ich dachte, du bist hier schon voll durch und so. Nee, mein Freund. Ach so. Wir entdecken das hier jetzt alle gemeinsam. Wir und der Chat. Oh nein! Selbstmord! Geh weg! Ich kann auch leider nicht so schnell rennen mit meinem dicken Kopf. Lauf! Okay, pass auf. Zack. Das ist fies, die mit den Helmen, die muss man natürlich, erstmal den Helm abschießen. Kannst du den auch so richtig geil okay, oh, das wird nix. Kannst du den auch so richtig geil ins Bein schießen? Ins Bein kann ich den auch schießen, dann machen die das wie der Kollege hier drüben und dann kriechen die noch so ein bisschen vor sich. Ich habe keine Muni mehr, Alter. Vor sich hin. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh nein, ja. Das Blöde ist, dass die ganzen Waffen und Munition auch immer unterschiedlich spawnen. Ich kann mich auch nicht heilen, das ist sehr gut. Ich laufe jetzt einfach mal durch die Gegend und suche. Wow, um Gottes Willen. Suche Nachschub. Munition, ich brauche Munition, Hilfe! Ah! Ey, den hättest du jetzt hier so ich hätte den auch schön. Ich weiß, jetzt, ne? ich weiß. Aber ich bin in Panik, hier ist Muni. Sind das die richtigen? Ja. Ja, stehen bleiben ist jetzt so. Ich bleib nicht stehen. Ich laufe so mittelgut. Weiter. Ich laufe weiter. Nichts kann mich aufhalten, außer eine Wand. Okay, ich brauche mehr Munition. Okay. Sammeln Sie ein! Sehr gut. Ey, ich weiß ja nicht, So, und wann kommen jetzt diese Schädel? Wie kommst du an diese Schädel ran? Naja, du musst das ganze Haus durchkämmen. Die ganze Wüste wird durchkämmt. Durchkämmt die Wüste. Ja. Genau, du musst das ganze Haus einfach durchkämmen und dann wirst du diese verschiedenen Schädel finden. Alter. Mach mich nicht schwach! Lauf weg!
Es sind zu viele. Ich werde überrannt, Leute. Ich werde überrannt. Warum streckt die den Arsch immer so ins Bild? Na gut, das liegt wahrscheinlich an ihrem sehr, 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 sehr großen... Ihr seid aber auch robust, Freunde. Na komm. Ey, nee. Scheiße! Ich wollte gerade sagen, das wird nichts. Hab Vertrauen in mich, Wolf! Ja, ich... Sei doch mal ein bisschen realistisch. So, du bist doch sonst nicht so ein Hatschuk in die Luft. Headshot. Okay, das war ganz geil jetzt. Ich hab so meine Phasen. Kann es denn auch theoretisch sein, wenn du dich jetzt um die Zombies gar nicht kümmerst, ne? Wenn du jetzt nur rennst und nach diesem Schädel suchst, dass dann die ganze Villa irgendwann voll ist mit Zombies? Ja, ja. Also, du musst dich schon, okay, die spawnen, die spawnen immer wieder auch. Na klar, immer wieder schon, aber ich frage mich, ob es so eine Oberbegrenzung gibt, dass nie mehr als 40 Zombies gleichzeitig in der Villa sind oder so. Weil das wäre natürlich geil, wenn du irgendwann 300 Zombies da rumrennst. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt, weil nämlich ich vorher das besser hingekriegt habe, die alle zu beseitigen nach und nach. So, okay, Leute. Ich muss mal kurz hier hoch. Ich werde die jetzt alle... Da, jetzt! Ja, oh! Der ist blöd mit seinem Schild. Der verdeckt schön seinen Kopf. Ich meine, ich brauche mal eine Shotgun oder so. Ja, vor allem, das wäre cool, wenn du wenigstens einen Schädel mal finden würdest, ne? Ja, doch. Hetz mich doch nicht. Nee, ich mache mir ja nur fast ein bisschen Sorgen, so. Keine Angst. Nee, natürlich nicht. Das ist ja nur der knallharte Zombie-Modus. Ey, dieser Zopf. Das also, sieht schon alles sehr strange aus, gell? Ich muss sagen, designtechnisch gefällt mir die alte Lara wirklich besser als die neue. Da! Da! Ach, da! Oh. Okay. Achtung! Okay. Ja, natürlich. Als hätte ich nicht nur schon größere Probleme. Und jetzt habe ich auch keine Money mehr! Hier, McOne Racer fragt, habe ich mich auch gefragt, gibt's auch Big Heads bei den Gegnern? Ja, gibt es auch. Echt jetzt, oder was? Ich dachte, es wäre ein Witz. Nee. Nein, gibt es wirklich. Ach, geil. Und du brauchst aber auch so eine Karte dafür. Und leider ist diese Karte, die man dafür braucht, einmalig. Das heißt, du kannst sie einmal einlösen und du kannst das dann nicht mehr spielen. Hä? Nur, wenn du eine neue Karte kriegst. Wie, also jedes Mal, wenn ich... Es gibt Karten, die kannst du immer wieder einlösen, die leuchten Gold. Okay. Scheiße. Die leuchten Gold auf im Menü. Die kannst du immer wieder einlösen. Das sind irgendwelche Upgrades oder Buffs. Und dann gibt es Karten, die halt einmalig gelten und die kriegst du. Geil, der erste ist geschafft. Oh. Die kriegst du per Zufall einfach. Für Credits. Im Tausch gegen Credits. Du kannst aber auch Kartenpacks für richtiges Geld kaufen, wenn du Bock hast. Natürlich kann man das. Okay, aber also wenn ich einmal im Big Head-Modus spielen will, sodass die Gegner auch ein Big Head haben, dann muss ich jedes Mal so eine Karte einlösen. Ja, genau. Oh. Dann musst du so eine Karte einlösen und die ist dann aber leider auch weg. Bist du irgendwann mal. Das ist ja beknackt. Ja, das ist sehr schade, finde ich auch. Also gerade der Gegner-Big Head-Modus war sehr lustig. Und ich war sehr traurig, als ich dann festgestellt habe heute Mittag, scheiße, jetzt habe ich die Karte verbraucht. Ja. Und kann das nicht nochmal zeigen. Ey, das ist ja echt enttäuschend. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Da wäre es doch echt besser, wenn die Karte irgendwie vielleicht ein bisschen schwerer zu erspielen ist, aber dann hast du sie halt für immer und kannst sie einschalten, wann du willst. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wo der nächste Kopf ist, aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme und ich habe auch keine Munition. Aber für die Pistole. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. So. Wieso? Woher weißt du denn jetzt, wo der zweite Kopf ist? Weil ich den schon mal gemacht habe, glaube ich. Ach so. Was ich auch euch noch sagen kann, wenn ihr sterbt, dann spawnt ihr zwar wieder, aber ihr müsst die Köpfe wieder alle neu machen und ihr habt keine Waffen. Das ist ja super. Das, ja, deswegen solltet ihr auch möglichst nicht sterben. Nicht sterben. So, ich glaube, hier sind wir schon. Nachladen. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht alle die Treppe runter. Aber erstmal wirklich, ne, abgesehen von der natürlich kantigen Lara, aber das ist schon echt hübsch, ne? Das Spiel. Das ey, sieht ohne schon Scheiß, ziemlich geil in der aus. Kampagne auch. Unfassbar geil. Sieht richtig, richtig gut aus. Ich hoffe, da kommt keiner von mir. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. So, die Grafik kann sich schon sehen lassen. Zack. Bisschen Sachen sammeln. Okay, ich habe genug Sachen. Wow. Nee. No. I. Ah. Lass mich doch. Ah. Ah. Okay, ich gehe mal hier hin. Oh nö, das sind die Schlimmsten, die immer mit ihren Granaten kommen. In jedem Spiel immer. Nee, oh Gott, ey. Oh, vielleicht hat sich das Problem gerade erledigt von selbst. Ja. Oh, sehr schön. Aber da ist noch einer mit. Wie sind da alle lieb? Mit
Schild. So, sehr gut. Anne. Oh, wundervoll. Mach es. Ich bin auf dem besten Wege, ja. Ich versuche, was ich kann. So, hier dürfte vielleicht noch ein Compound Bow oder sowas. Oh. Kann man auch in Ego-Sicht schalten, fragt. Shinichi Kudo, der vorspulen wollte. nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Schade, hier ist gar kein Kopf. Hm. Das scheint auch zu wechseln. Die Köpfe scheinen nicht immer an derselben Stelle zu sein, was aber eigentlich ganz geil ist, weil dann weißt du nie wirklich... Da ist er doch. Hallo. Dann weißt du nicht wirklich, wo du hin musst und kannst nicht so quasi nach Schema F alles abarbeiten. Das ist eigentlich ganz cool. So, habe ich nachgeladen? Habe ich überhaupt noch Muni? Ja, habe ich. Ist der... Hast du den jetzt? Nee. Ich wollte schon sagen. Ich musste nachladen. Na komm schon, Leber. Mit deinem fetten Kopf passt du doch bestimmt durch die Tür. So, jetzt aber. Oh, Gott sei Dank. Okay, zwei zerstört. Oh, gute Frage von Chris Graf. Kann man auch so ein Schild aufheben? So ein Schild von so einem Zombie? Ja. Wir können das ja mal versuchen, wenn die noch... Aber geht bestimmt nicht. Wenn die Leichen noch da liegen. Ich laufe da mal hin. Ich meine aber, es geht nicht. Das würde mich jetzt auch überraschen. Das wäre natürlich cool, aber ich glaube es auch nicht. Nee, die sind natürlich nicht mehr da und ich glaube, wir gehen auch lieber hier raus. Mann, Alter, das ist... Also ich sehe den Reiz, aber ich finde es schon beim Zugucken echt stressig so. Das ist so du müsstest mal die Sounds ordentlich hören. Ja, das macht genau. Dir wirklich... Also da ja, ja, wirst du bekloppt. Deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Nochmal zur Erklärung, wenn ihr euch wundert. Also wir haben den Sound hier sehr leise gestellt. Deswegen kriege ich echt nur so die Hälfte mit. Aber das klingt schon echt so... Wirklich... Das zehrt an den Nerven. Ja. So ein bisschen, weiß nicht, wie so ein Mercenary-Modus bei Resident Evil 4 oder so damals. Also ey, das ist... Blut und Wasser haben wir geschwitzt. Kein Kinderspiel, ich sag's euch. So, hier haben wir angefangen vorhin. Dieser Kopf, ey. Das ist schon geil, ne? Oh, jetzt kommen die alle wieder. Jetzt kommen die alle wieder! Sie hält mir immer ihren Arsch ins Gesicht, wenn sie sich duckt. Digga. Bitte nicht, ich habe nur noch Alter, einen Kopf. Alter. Ich muss nur noch einen Kopf finden. Mach mich nicht schwach. Ich lauf weg. Ey, du jetzt gerade beim Zombie-Modus letzte Woche. Hier. Maurice, der Mafia 3 gespielt hat, immer wenn andere Leute spielen, ich. Oh nee, Repetiergewehr ist scheiße. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Das ist zu stressig für mich. Nein! Oh nein, ich bin gefangen. Alter, nein! Lass mich raus! Aber ich kann mich wiederbeleben. Ein bisschen heilen. Das ist schon mal ganz gut. Munition ist auch nicht schlecht. So, wo gibt's noch Räume, die wir noch nicht hatten? Hier oben. Gibt's auch so Geheimgänge oder so? Nicht. Also nicht, dass du die ganze Zeit daran vorbeirennst, meinst du? Nee. Es gibt schon so verwinkelte Ecken. Quatsch! Oh Gott, sie sind schon wieder hinter mir. Aber man verläuft sich hier auch sehr leicht, das muss ich schon sagen. Also das ist, ich glaube, wo kommen wir her? Ey, das dachte ich mir schon immer. Ja, Lara Croft in ihrem Männer. Ah. Ne? Das wäre mir alles viel zu groß und verwinkelt. Wenn du einmal, weiß nicht, von der Fernsehcouch dir ein Sandwich machen gehen willst, dann musst du erstmal eine halbe Stunde durch das Anwesen tapsen. Da kommen sie oh alle. Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, und wieder so ein Penner mit der Granate. Jawohl, geil. Und bam! Woo! Kill-Serie, geil. So, schön alles hier. Da kann ich auch schön wieder alles einsammeln. Noch einer. Batsch. Okay. Aber wie süß, sieht eigentlich aus, als hätte er so ein Feuerwerksböller in der Hand oder so. Oh Gott. So, da können wir gleich mal gucken, ob wir das Schild einsammeln können. Ich glaube aber fast nicht. Oh, hinter dir! Nein! Alter! Was geht denn her? Was? Wer bist du denn? Kannst du jetzt bitte... Ey Mann! Oh. Okay, ich lauf weg. So, wir müssen diesen dritten Schädel finden. Ich möchte nämlich auch mal wissen, wie der Endboss aussieht. Den habe ich nämlich selber noch nicht gesehen. Weil, ja, den will ich muss jetzt auch sagen, ich habe es nie geschafft, die drei Schädel zu finden. Aber deswegen jetzt, bin ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt bekommst du unsere positive Energie. Positive Energie. Ja. Ich kann euch aber gleich sagen, wenn ich sterbe, dann machen wir was anderes. Dann machen wir einen anderen Modus. Ja, oder auf ich zeige euch mal die Kampagne vielleicht. Aber noch geiler wäre es natürlich, wenn du jetzt nicht stirbst. Ne? Deswegen. Nee, ich, ich gebe mir alle Mühe. Das ist ja auch... hier waren wir schon, hier war der Schädel drin. Noch. Warte, hier ist Muni. Munition, sehr gut. So, ich guck dir mal. Fuck! Alter! Ich rechne nie. Ich wollte gerade sagen, ich guck ab und zu mal in den Chat, aber man kann die Augen ja gar nicht abwenden.
Nochmal ganz kurz, hier ja. Von wegen VR in Action und so, warum spielen wir nicht? Ich habe es gesagt, aber ich erkläre es gerne nochmal. Es kommt im Laufe des Livestreams, wir haben ja noch fast anderthalb Stunden, kommt noch der erste Teil eines großen Übersichtsvideos, wo wir mal ganz kurz euch alle jetzt schon erhältlichen Spiele für VR vorstellen. Live zocken werden wir sie heute nicht, weil das sich einfach nicht gut mit unseren Studiolampen und Lichtern hier verträgt. Und das Video ist auch noch nicht da, das ist auch noch nicht auf unserem Kanal. Oh, oh. Hauptschlüssel! Ich habe einen Hauptschlüssel! Es kommt noch. Geht weg! Ich brauche euch nicht. Alter, ich bin jetzt echt ein bisschen gehypt. Ich will jetzt sehen, was für ein Boss da jetzt ja, kommt. Ja, ich auch. Alter. Oh Gott, lass mich bitte. Ey, wenn du jetzt stirbst, ich glaube, ich weine. Ich auch. Komm schon. Alter. Oh, da Penner. Bei kommt mir der ist links jetzt noch... oder aus dem anderen Zimmer? Ich glaube, der kommt jetzt um die Ecke. Wahrscheinlich, oder? Nee, von hinten. Sehr gut, Anne. Oh, Gott. Gut reagiert. Batsch. Gott sei Dank. Ich laufe jetzt hier rein. Hier ist ganz viel Muni. Kann ich hier was aufschließen vielleicht? Ja! Ja! Geil! Hier, Premiere, ne? So weit warst du noch nie. Nee. Geil! So, und jetzt wahrscheinlich tot. Das ist bestimmt der... Ah, okay. Das, ich weiß nicht, ob uns das so viel gebracht hat, ganz ehrlich. Das ist jetzt nur eine Abkürzung, oder was? Das also ist, ehrlich gesagt, nur eine Abkürzung, ja. Ach, scheiße. Oh Mann, ey, ich hab mich so gefreut. Oh, was? Okay, der Krebs da unten rum. Hallo, mein Freund. Hallo. Stirb. Okay, gab's hier noch einen anderen Weg? Ey, ich hab überhaupt keine Orientierung in den Bums. Wirklich hier null. Ist Holz. Holz ist. Holz ist. Okay, aber jetzt bist du im aber Kreis gerannt, ne? Aber ich höre die ganze Zeit, hörst du ihn auch? Ach, ist das der Schädel, oder was? Ich gehe schwer davon aus, ist das Obama? Nein. Ey, wie du aber auch ganz cool dich erstmal so umguckst und dir die Gemälde ansiehst da. Ist ja nicht so, dass... Ja, so ein bisschen... kein Stress, ne? Sightseeing muss sein. Lebt der noch? Always double tap. Da ist auch ein Schweinehund. Boah, guck mal, die Sau, ey. Ja. Sieht aus wie Dr. Doom in klein. Arschlochschild, so. Ja, okay, also Schild auf ihn geht offenbar nicht, ne? Also... Nee. Wird einem auch nicht angezeigt. Das wird dir auch nicht angezeigt, nee. Was ist denn mit dir falsch eigentlich? Warum stehst du eigentlich immer wieder auf, du Bastard? Alter, Anne wird rabiat, du Bastard! Also diese, wirklich, gehen sie mir gerade so ein bisschen auf den... Also mit okay. Dieser Sprache können wir auch bald demnächst bei Hip-Hop-TV laufen. Ja, also gibt es bestimmt auch Hip-Hop-TV, oder? Hip-Hop-TV. Weiß nicht, habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Hip-Hop-TV! Du Bastard! Herzlich willkommen bei Hip-Hop-TV. Heute mit... Schalt ein oder du bist ein Bastard. Okay. Ich muss anerkennen, hier gibt es keinen Schädel. Obere Etage, da waren wir schon auf der anderen Seite. Dieser Arsch, der Entschuldigung. Arsch ist der Hammer. Ich gucke nochmal hier. Also die Orientierung ist aber echt nicht vielleicht so ganz... Vielleicht kann ich hier nochmal was komm, die geht auf, die geht auf, die geht auf. Yes! Ah, Masterschlüssel. For the win. Ich hoffe, das war jetzt mehr als nur eine Abkürzung. Oh! Ah! Da, fette Wumme. Schwein. Da ist der da Schädel. Da ist der Schädel. Der Schädel. Nein. Wie wir mittlerweile irgendwie auch einfach immer nur das Offensichtliche rufen. Oh. Da, Schlüssel. Da, Schädel. Oh nein. Komm Alter, schon. Alter, Anne. Anne, links der Typ. Links der Typ. Ich weiß. Links der Typ. Ich weiß Alter. Doch. Ich muss gleich diesen Stream abbrechen. Ich gehe nach Hause. Ich kann nicht alle mehr. Schreien nur noch. Alle ja, schreien. Ja, wirklich. Nur noch alle. Sorry, nein, liebe. Bitte nicht. Ich will jetzt nicht nein, sterben. Nein. Penner Alarm. Ich will nicht sterben. Ich oh will nicht sterben. Okay, du lebst noch, du lebst noch. Oh. Jesus. Die Regie kriegt auch schon einen Affen. Nein, ey, meine Ohren. Mich, bitte. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, oh Gott. Okay. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Ich würde jetzt gerne hier mal die Kollegen beseitigen. Ja, geh schon mit der Treppe runter. Gesundheit! Da musste jemand in der Runde. Ja, aber ordentlich. Oh! Wow! Nein! Entschuldigung, euch fliegen wahrscheinlich die Ohren weg. Es tut uns echt leid, aber was soll man machen? Es tut mir wirklich leid. Dann freut ihr schon mal auf ich Outlast später, wo alle drei Minuten Jumpscare kommt. Ich kann mich nicht mehr heilen. Heulen, wollte ich sagen. Heulen ist auch heil doch! So. Ja. Stirb! Schnell, bevor die ich anderen seh Penner kommen. Ich sehe doch gar nichts! Ich hab keine Money! Okay, aber die anderen sind noch weit weg, die Zombies. Das ist gut. Nutz die Zeit. Kannst du nicht die Wumme da aufheben? Yes! Oh, geil.
Was haben wir hier? Cool. Oh, yeah. Nice. So, und jetzt zum Boss, oder was? Ja, der dürfte wahrscheinlich unten in der Haupthalle gespawnt sein. Ja. Und da werden wir jetzt einfach mal schon hingehen. Ich bin so glücklich. Jetzt im Ernst, ich freue mich total. Ja, ich finde es auch sehr cool. Ich hoffe wirklich, dass jetzt ein geiler Boss kommt und dass wir den finden in der Zeit noch. Kann ich hier Sachen einsammeln? Looten und leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. Okay. Wenn das jetzt einfach nur noch größer was hier ist, dann mach ich. Okay. warte. Okay, der hat sich jetzt gespalten oder was? Nee. Die Felsen tun genau was? Oh, jetzt hat er auch noch ein Schutzschild. Okay, alles boah, das hasse ich bei Bossen. Alles ist gut, das ist das Letzte. La 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 la. Sie mit ihrem riesen Kopfzeh schafft es. Das bringt ja auch nichts. Nee, du musst irgendwie erst diesen Schild ausschalten. Wie auch immer das geht. Wie geht das? Chat, Hilfe! Ja, ey, ohne Scheiß, Chat, hat das irgendjemand schon gespielt, vielleicht? Was müssen wir machen? Wir brauchen euch jetzt, wirklich. Das ist jetzt kein Quatsch mehr hier. Nee, es geht Spaß um alles. War gestern. Es geht um alles, Freunde. Leben und Tod. Ja. Ach, wahrscheinlich muss ich erstmal die neue Welle hier, die neue deutsche Welle begleiten. Das ist die perfekte Welle. Und, oh Mann. Scheiße. Aber... Okay, also noch okay, jetzt gerade. Ich muss weiter weg. Niemand geantwortet. Ich hoffe, dass da jetzt irgendjemand kommt. Jetzt auf einmal werden sie alle ganz klein laut, weißt du? Wenn man wirklich mal die Hilfe braucht, dann fällt keinem mehr was Kluges ein, wa? Komm, irgendjemand muss es doch wissen hier. Okay. Ich glaube, er hat sein Schild. Nee, er hat sein Schild immer noch. Nimm die Muni auf. Ja, es kann natürlich echt sein, dass man einfach nur die Gegner wegklatschen muss, ne? Ja. Und da kommen bestimmt noch welche. Ja, da zum Beispiel. Hi. Okay, schreiben zwei Leute, die Steine kaputt machen. Ach so. Entweder wir werden hier verulgt. Naja, also. Der nächste schreibt, du musst einen Hebel finden. Einer hat geschrieben, den Hebel. Ihr müsst erst die Zombies killen. Okay, wir haben jetzt drei mögliche Antworten. Such ich mach einer. Einfach alles. Ey, such dir eine aus, wirklich. Ich mach alles gleichzeitig, das ist doch gar kein Problem. Ey, wirklich ohne Scheiß. Steine zerstören, nächster schreibt, Welle der Zombies killen. Dann ja, kommt wieder, ich die Steine kaputt auch machen. Ich für Welle der Zombies killen, ehrlich gesagt. Du musst einen Hebel finden. Okay, ey, möglicherweise musst du wirklich alles machen. Steine kaputt machen, ja, und die Zombies killen und den Hebel finden. Da. Er hat das Schild. Da. Er hat das Schild runtergenommen. Da. Kannst du nicht cool über die Brüstung hechten? Boah, Alter, was geht ab, ey? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ja. Normal. Wo ist er denn? Ja, bist du. Hab ich noch Muni? Ey, ja, denn. Nee. Ich brauche Muni. Ey, wie stressig kann ein Spiel sein? Aber es ist eigentlich ganz geil. Ja. Ey, wirklich super geile Licht- und Schatteneffekte. Das sieht wirklich gut aus. Muss man mal. Oh, shit! Ich glaube, ich muss wieder hoch. Was haben wir hier? Nee, das ist ein Tiergewehr. Das ist nicht gut. Nicht gut. Das ist nicht gut. die Augen sind ja auch ekelhaft. Das ist ja cool. Ach, Mann. Oh nein! Ich guck dir das an! Okay, aber du musst ja nur einen erwischen, dann springt ja beide in die Luft. Okay. Komm schon. Das dramatische Duo. Oh, Scheiße. Drama Queens kennen wir. Okay, you der war hinter mir. The Drama Queen. Oh, shit. Oh, nein. Geh weiter. Okay, also Blaze AG schwört, du musst einen Hebel finden. Ich muss einen Hebel finden. Ja. Und was macht dieser Hebel? Weiß er vor allem, wo ist denn der Hebel? Hebel finden, ist ja geil. Oh Gott. Gib mir mehr Muni. Okay, das ist Shotgun, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Tobias Pelger, wie heißt das Game? Also, ich meine... Daumen hoch. Es ist zwar vielleicht nicht so einfach zu erkennen, weil sie so einen großen, verdammt großen Kopf hat. Aber ich glaube, wir alle wissen, das hier ist... das ist Lemon. Ja, ich meine, wenn man gerade reingeschaltet hat und man ist mit diesem Modus nicht vertraut, dann erkennt man es vielleicht nicht auf den ersten Blick. Ich fand es gerade sehr lustig, weil wir seit 20 Minuten hier voll angespannt spielen okay, und irgendeiner kommt und fragt, wie heißt das Game? Ich sehe gar nichts. Nee. Ich sehe gar nichts, Freunde. Also habt ihr jetzt eine Idee, was ihr machen müsst? Weil wir sind eigentlich mit der Zeit soweit, dass wir... Draufhalten muss ich!
draufhalten. Wenn ihr eine Lösung habt, spielen wir weiter. Wenn ihr planlos rumrennt, dann würde ich sagen... Nein, ich hab alles im Griff, Maurice. Maurice, planlos? Okay. In meinem Sprachschatz kommt das Wort nicht vor. Planlos? Ich hab alles im Griff, Mann. Echt? Guck dir das doch mal an. Wieder alles im Griff. Oh, jetzt hat er wieder seinen... Jetzt hat er wieder seinen Schiff aktiviert. Hier, sammelt es ein, danke. Ich meine, wäre natürlich echt ein Gag, wenn hier tatsächlich irgendwo so ein verdammter Hebel ist und du bist nur tausendmal an dir vorbeigerannt und es bringt alles nichts. Nachladen, Mädel. Spring. Hier, der nächste schreibt, der Hebel ist unten bei dem grauen Teil. Da, okay, super. Unten bei dem grauen Teil, okay. Gut, dann geh mal runter zum grauen Teil. Oh, Hunde! Oh, Alter, Zombie-Hunde auch noch, was geht ab? Oh nein, lauf. Lauf. Oh graues Teil. Was für ein graues Teil? Was für ein graues Teil? Ja, alles ist grau hier. Was für ein graues Teil, Mann? Hier ist alles grau. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden diese Aufgabe nicht zufriedenstellend lösen heute. Viel Maurice, rennen. Das liegt ich in deiner Hand. Rennen. Ich muss viel rennen. Wie lange du uns noch geben möchtest hier mit dem Spot? Ich muss viel rennen. Ja, geht doch einfach mal zu dem grauen Teil. Ja, du bist witzig. Bei dem grauen Total witzig bist du. Oh. Okay. Hunde. Warum treffe ich dich? Was? Wolf liest den eigenen Chat? Was ist denn hier los? Ja, natürlich lesen wir den Chat. Ja, selbstverständlich lesen. Ach so, ich weiß, was lösen du und lesen wir den Chat, ja klar. Der Hebel ist unten links. Links neben dem grau-schwarzen Teil. Neben dem grau-schwarzen Teil? Wirklich, ey, ich kann nur sagen, was der Chat uns sagt. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, es ist alles gut. Und der nächste schreibt, rechts, da ist der Hebel. Wir sind tot! Oh nein, doch nicht. Nein, oh Gott, nein! Okay. Quicktime-Events, das Allerbeste! Oh Gott. Ja, ey, ich glaube, wir kriegen es nicht mehr hin. Unfassbar knapp. Jetzt sind wir tot. Oh, ey, Anne, du hast dich aber sehr, sehr wacker geschlagen. Ey, das finde ich hier. Meine Hand tut weh. Alter Schwede. Boah, mein Herz. Ja, Freunde, ich habe alles gegeben. Man kann es nicht mein anders Mein Herz ausdrücken. Hat pumpert. Das war aber fein. Ja, mei, das war aufregend. Oh Gott. Ja, alter Schwede. Das war Tomb Raider Zombie Modus. Haben wir noch Zeit für ein bisschen Kampagne oder müssen wir sofort weitermachen im Text? Nö, also jetzt ist es ein bisschen eng. Wir können nachher, wir wollen ja Call of Duty spielen. So, wir wissen ja, nicht, genau. Ob wir in die Server reinkommen, weil die gerade frisch live gegangen sind. Ja, wenn das nicht klappt, würde ich sagen, können wir dann die Kampagne noch ein bisschen spielen. Okay. Ne? Das ist doch mal ein Plan. Das ist doch mal ein Deal. Oder ja. Chat, das ist doch mal ein Deal. Deal or no deal, sage ich Deal. Gut. Ja, sehr gut. Alles klar. Dann geben wir jetzt ab an mich. An denn dich? Ich habe diese Woche die News gemacht. Und wir gucken uns alle zusammen mal schön die News an. Bis gleich. Willkommen, die Herrschaften, zu den News der Woche. Wie immer mit allerlei Interessantem aus dem PlayStation-Kosmos und heißen Tipps aus dem PlayStation Store. Psychonauts-Freunde, aufgepasst! Tim Schäfer und Double Fine lassen ja gerade Psychonauts 2 via Crowdfunding finanzieren und haben Anfang des Jahres auch schon ihr Ziel von 3,3 Millionen Dollar erreicht. Jetzt gibt es das erste Gameplay frisch auf den Tisch. In einem Update-Video des Entwicklungsprozesses ist ein Demo-Level zu sehen, das einen Nachbau des ersten Psychonauts-Levels in neuer Engine und mit wesentlich mehr Details zeigt. Außerdem sehen wir Hauptcharakter Raz auf einer Art Trainingsgelände, während er neue Moves und Kräfte demonstriert. Noch kein Quantensprung, aber immerhin die Gewissheit, dass sich der Titel auf dem rechten Weg befindet. Neues gibt es auch zu Arcanes Reboot von Prey. Bisher haben wir nämlich angenommen, unser Protagonist Morgan Yu sei entweder männlich oder eine Kaffeetasse, aber der kürzlich veröffentlichte Trailer belehrt uns eines Besseren. Tatsächlich könnt ihr frei wählen, ob ihr den mysteriösen Horrortrip als Mann oder Frau antreten wollt. Für meine Begriffe ein Standard-Feature heutiger Videospiele. Ich meine, Hauptsache ihr seid eine verdammte Kaffeetasse, oder? Unser aller Lieblings-Mocap-Veteran Andy Serkis hat auf der New York Comic Con nicht nur über seinen nächsten Film War for the Planets of the Apes geplaudert, sondern auch die passende Videospieladaption angekündigt. Leider gibt es noch keine Details, geschweige denn Bildmaterial. Deshalb freuen wir uns einfach auf alles, was da kommen mag und sagen Hail Caesar! Und jetzt noch schnell was Wichtiges in eigener Sache. PlayStation VR launcht morgen. Ja, wirklich. Und auf unserem Kanal bekommt ihr in den nächsten Tagen alle Infos, die ihr braucht. Für die volle Packung solltet ihr unbedingt am Freitag, den 14.10. um 18 Uhr unseren Livestream einschalten. Da gibt's dann die geballte Informationsflut auf einen Schlag. Informationen hagelt es jetzt auch, und zwar in unserem wöchentlichen Store-Update.
Dieses Mal neu dabei sind Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, das seit dem 11.10. erhältlich ist, genau wie WWE 2K17 für alle Wrestling-Freunde. Mit von der Partie ist ab dem 14.10. auch Dragon Quest Builders und das Comic-Adventure Yesterday Origins ab dem 13.10. Mit 20% plus Rabatt erschien am Dienstag das bizarre Indie-Adventure Manual Samuel und ebenfalls am Start ist die etwas andere Golfsimulation 100 Feet Robot Golf. Wie eben schon kurz angekündigt, erscheint morgen am 13.10. endlich PlayStation VR. Launch-Titel sind unter anderem Batman Arkham VR, die Rennsimulation Drive Club VR, das knallbunte Musikspiel Thumpe, sowie der Weltraumshooter Eve Valkyrie und der Spaßmacher Job Simulator. Unseren Deal der Woche solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen, denn Nachtschwärmer Bruce Wayne flattert euch in Batman Arkham Knight für 14,99 ins Haus. Satte Rabatte haben wir natürlich auch zu bieten. Bis zum 19.10. laufen die Oktoberrabatte mit Schnappern wie GTA 5 für 39,99, Just Cause 3 für 24,99, dem Knobler The Witness für 21,99 oder dem Game of Thrones Season Pass für 11,99. Auch die Kaufe 2 spare 50% Aktion endet erst am 19.10., also noch schnell zuschlagen. Mit dabei sind unter anderem mein Favorit Everybody's Gone to the Rapture, das knuffige Fat Princess Adventures, The Unfinished Swan und das wunderschöne Flower. Da dürfte wohl für jeden was dabei sein. Ich verabschiede mich jetzt förmlichst in die virtuelle Welt und freue mich, wenn ihr ein Like oder ein Abo dalasst. Bis nächste Woche dann, falls ich die Brille je wieder absetze. Haha, hallo, na? Coole News waren das. Coole News. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja, schön, danke. So, jetzt geht's weiter mit einer neuen Rubrik, nämlich zwei Köpfe, keine Ahnung. Wir haben genau 7 Minuten Zeit, um über ein wochenaktuelles Thema zu schwätzen. Und das ist diese Woche natürlich, wie soll das anders sein, PlayStation VR. Anne, was geht ab? Was geht ab? Eigentlich muss ich dich das fragen, weil du, seitdem wir unsere PlayStation VR bekommen haben am Dienstag, das Ding belagert hast, einfach 3 Tage. Ich musste es. Bis in die Nacht hinein saßt du hier, ja, und hast alle Titel gespielt, die wir, ja, bekommen haben und die man zum Launch kriegen kann. Ja, wirklich, ey, ohne Scheiß. Ich war auch danach so ein bisschen... Das war unfassbar. Also zum Zugucken war das auch lustig, weil immer, wenn ich reinkam aus der Mittagspause oder morgens oder abends, immer saß du da. Saß immer da und warst am Spielen. Naja, ich meine, also ich habe mir ja vorgenommen, eben das Übersichtsvideo zu machen, ja, ja, wo ja, ich mal ganz kurz über alle Spiele kurz rede. Aber selbst wenn ich das nicht hätte machen müssen, was heißt müssen? Aber ich hätte, also ich hätte trotzdem auf jeden Fall echt lange gezockt, weil ich das so interessant finde, dass so viele verschiedene Spiele da sind. Also von, ja, totalem, ja, Quatsch, weiß nicht, Job Simulator oder sowas. Ja, genau. Bist du ja großer Fan? Ja, das war mein Favorit. Bisschen zu, weiß ich nicht, Until Dawn, Rush of Blood und Here They Lie, wo es um Horror geht. Also ja, das ist halt so cool. Du machst das nächste Spiel rein, das ist wieder was völlig, völlig anderes. Also es macht schon echt, echt Laune. Ja, und also ich habe auch schon meine Favoriten gefunden und ich hätte es gar nicht gedacht, aber was ich bislang am geilsten finde, ist Thumper. Hast du schon mal Thumper gespielt? Das mit dem dicken mit dem Käfer. Bug. Ja. Und der dann so springt nach der Musik oder wie war das? Ja. Erzähl also, mal. Ja, es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben. Also du hast diesen kleinen Metallkäfer und der rast die ganze Zeit auf so einer Bahn lang und dir kommen halt so farbige so Buttons entgegen. Und du musst halt dann, wenn der Käfer diesen Button berührt, musst du quasi auf dem Pad auch drücken. Wenn du es nicht drückst, ja, dann kriegst du quasi einmal ein bisschen Leben abgezogen. Quasi. Im Prinzip schon, nur dass du da nicht irgendwie verschiedene Spuren hast und du bist halt irgendwie quasi immer auf einer Bahn. Okay. Und das Spiel, also was das Spiel so besonders macht, ist, dass es halt so ein düsteres Industrial-Gewummer und Gehämmer. Also wirklich, das ist echt, als würdest du in so ein Underground... Noise. Ja, wirklich, genau, echt. Das ist richtig. Also Maurice hat es auch gespielt und er hatte auch die Brille auf und war total gekickt. Der ist ja eh so ein kleiner Elektronik-Fan, unser Maurice. Und wirklich, und ich habe dann so über Mails beantwortet, komm, Maurice, spiel du mal ein paar Minuten. Und alle paar Sekunden kam von ihm aus der Ecke, hui, yeah, wow, geil. Aber du bist danach echt fix und fertig. So, das ist körperlich echt anstrengend, weil dieser Beat die ganze Zeit so hämmert. Aber finde ich total geil. Aber du bist ja... Job Simulator, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, apropos körperlich anstrengend, solche Sachen wie Job Simulator und Tumble VR und sowas, weißt du, wo es um Geschicklichkeit geht oder irgendwie um Story nachverfolgen, die sind für mich absolut gar kein Problem und die machen auch mega Spaß. Was ich aber gemerkt habe und wo du mega Spaß hattest bei so Sachen wie Eve Valkyrie und wo sich alles irgendwie im Kreis dreht und hoch und runter geht. Ohne Scheiß, finde ich super. Das vertrage ich leider nicht so gut. Aber das macht nichts, weil wir genügend andere Titel haben, glaube ich, die trotzdem interessant gestaltet sind und die trotzdem Spaß machen. Aber du hast ja jetzt wirklich super viel gespielt.
Wie war das denn für dich, wenn du da irgendwie nach 3 Stunden am Stück rauskommst und mal zwischendurch mal was isst oder so? Ey, ist das nicht irgendwie ungewohnt, wenn du dann wieder auf einmal was siehst, die ganz normale Welt? Ja, es ist wirklich ein bisschen ungewohnt. Also ich habe damit keine Probleme, dass ich mich irgendwie komisch fühle oder so, aber natürlich müssen sich die Augen dann irgendwie echt wieder auf die richtig plastisch anfassbare Welt einstellen. So ein bisschen wie, weiß nicht, damals dieser Tetris-Effekt, den man hatte. Wenn du stundenlang Tetris gespielt hast und hast dann immer das Ding ausgemacht, genau, und du siehst auf einmal irgendwo Blöcke überall, so, weißt du? Und so ein bisschen hast du es auch, wenn du stundenlang VR spielst, also dann die Augen müssen sich halt irgendwie erstmal wieder umstellen. Aber ja, du hast gerade Eve Valkyrie angesprochen und das zum Beispiel, ich weiß, dass es nicht allen Leuten taugt und gefällt, weil du halt wirklich dich extrem im 3D-Raum bewegst. Also du bist ja wieder Weltraumpilot. Und man muss sich tatsächlich dran gewöhnen, aber ich vertrage das echt ziemlich gut. Also ich finde es total geil. Aber ich kann auch wirklich schon nachvollziehen, dass manche Leute, also du musst dich einfach dran gewöhnen. Ich glaube, das ist so der Punkt. Und wenn du noch nie ein 3D-Spiel gespielt hast, dann solltest du vielleicht auch nicht gerade mit einer Weltraum-Shooter-Simulation anfangen, wo du halt völlig frei rumfliegst. Ja, also, vielleicht. Das ist halt irgendwie auch so ein Punkt. Aber also mir kann es, was das angeht, nicht extrem genug sein. Ich finde das geil. Und das Ding ist, ich habe heute auf NeoGAF gelesen, das ist kein Scherz, es gibt diese Bänder, die kannst du dir um deine Handgelenke tun. Die helfen gegen Reiseübelkeit, gegen Schwangerschaftsübelkeit. Und ich weiß nicht, was die genau machen, auf welche Punkte die drücken, aber dann ist halt deine Übelkeit weg. Und da hat jemand tatsächlich bei NeoGAF gepostet, mach das mal, das hilft bei VR auch. Hä, wenn das stimmt, ich kaufe mir diese Dinge. Das sind so Armbänder, so, die kriegst du in der Apotheke. Die sind einfach gegen Übelkeit. Frag mich nicht, was da drin ist und was die mit dem Körper machen. Aber die schwören wirklich darauf, dass das hilft. Und das werde ich, ohne Scheiß, ich probiere das aus. Ich gehe in die Apotheke, ich hole mir diese Bänder und dann gucke ich, ob ich damit besser VR spielen kann. Weil wenn, dann ist das obergeil. Weil dann kann ich diesen ganzen geilen Scheiß nämlich auch stundenlang machen, ohne dass es mir schlecht geht. Ich habe noch nie in meinem Leben von diesen Bändern gehört. Und spontan würde ich sagen, das ist wie, als ich das erste Mal von diesen komischen Nasenpflastern gehört habe, die irgendwie helfen sollen beim Atmen, weißt du? Die Fußballer, die so dumm aussehen, ja. Da war meine erste spontane Reaktion auch, das ist doch totaler Humbug. Das ist doch Quatsch. Und also ich weiß nicht, wie es bei diesen Bändern ist. Ich habe davon echt noch nie gehört. Aber ich sag's euch, ich probiere das aus und wenn es funktioniert, dann Halleluja, ey. Ja, dann will ich dich aber auch sehen, wie du hier. Ja, vor allem, ich freue mich richtig drauf, du spielst ja später noch Outlast. Und zwar, ja, können wir auch nochmal sagen, ne? In der Demo. Und das ist ja irgendwie ganz traditionell, ohne VR-Unterstützung. Aber ich sag dir, wenn das abgeht, ohne Scheiß, ich will ein Horror-Special mit Anne. Anne spielt alle PlayStation alle VR-Titel. Horror-Titel. Resident Evil 7 komplett durch. Ohne Scheiß. Von A bis Z in VR. Ich sterbe, Leute. Ey, ich muss sagen, ey, darauf habe ich auch wirklich am allermeisten Bock. Ist jetzt wenig überraschend. Ich bin halt irgendwie Horror-Fan und ey, ich habe da so Bock drauf. Ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Ich glaube aber auch, das wird auch hart. Also ich glaube wirklich körperlich, da müssen ein paar Leute ernsthaft aufpassen. Ja. Wir haben das schon so oft thematisiert, dass gerade was Grusel und wirklich, was wirklich an die Substanz geht, so Sachen, dass das gefährlich sein kann. Weil du ja wirklich in dieser Welt drin bist und dein Körper irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, was jetzt real ist und was nicht. Und dann kriegst du auf einmal, wenn der irgendwie vor dir steht und kriegst einen Jumpscare und dann erschreckst du dich zu Tode. Ey, das ist schon, ich glaube, das ist schon heftiger als, als aber ohne so, Brille. So muss ich auch sagen, weißt du noch, auf der E3? Als wir hier. Nee, hab ich verdrängt. Als wir Here They Lie das erste Mal angespielt haben und war Felix von Gameswelt. Grüße an der Stelle. Ich erwähne ihn auch in der Matz später nochmal. Und der hat geschrien wie so ein kleines Mädchen die ganze Zeit. Das war schon einigermaßen spannend. Aber das macht er doch immer. Ja, aber ich meine, da sieht man irgendwie auch gestandene Kerle, können bei so Horror-Games irgendwie echt mal einen Bob in die Bahn drücken. Ja, das wird sowieso noch alles spannend. Ich glaube, ich bin am meisten gespannt und am besten ist, dass ich in dieser Zeit Urlaub habe. Schon kommt. Geil. Der VR-Modus für Final Fantasy 15. Ich bin so gespannt, was dahinter steckt, weil ich kann mir darunter absolut nichts vorstellen. Du hast dann den Blonden, ich glaube, der ist Prompto. Miep. So, das war unser Feature. Zwei Köpfe, keine Ahnung. Die 7 Minuten sind vorbei. Das machen wir ganz brutal. So läuft das hier. Wir gehen in die nächste Matz. Da geht es um PlayStation VR anschließen. Auf geht's. Moin Leute, Wolf hier und in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr die PlayStation VR ganz easy an eure PS4 anschließt und einrichtet. Auf den ersten Blick wirken die vielen Kabel vielleicht erstmal ein bisschen einschüchternd, aber eigentlich ist das Anschließen echt ziemlich einfach. Falls etwas unklar ist, werft zur Sicherheit einfach einen Blick in die ausführliche Anleitung. Jedes Kabel ist einzeln nummeriert, damit ihr da nicht durcheinander kommt. Außerdem findet ihr die passenden PlayStation-Symbole bei den Komponenten, die zusammengehören. Dreieck und Kreis zu Dreieck und Kreis. Ich meine, ist klar, oder?
Also, Schritt 1. Ihr steckt ein HDMI-Kabel von eurer PS4 in den rechten Port auf der Rückseite der Prozessoreinheit, der mit HDMI PS4 gekennzeichnet ist. Dieses Kabel steckt jetzt gerade sehr wahrscheinlich in einem HDMI-Port eurer Glotze. Also, raus aus dem TV, rein in den rechten Port. Als nächstes steckt ihr das HDMI-Kabel, das in der Box mit drin war, in den linken Port direkt daneben. Darüber steht HDMI TV. Das Kabel reinstecken und das dann einfach in den schon genannten HDMI-Port eures Fernsehers. Außerdem müsst ihr eure PlayStation-Kamera anschließen und korrekt aufbauen. Nochmal zur Sicherheit, ihr braucht eine PlayStation-Kamera, um PlayStation VR zu nutzen. Besorgt euch also eine, wenn ihr noch keine zu Hause habt. Alles klar soweit? Gut. Dann verbindet ihr die Prozessorbox über das mitgelieferte USB-Kabel mit eurer Konsole. Das ist das, was mit einer dicken 2 gekennzeichnet ist. Das breite Ende in einen der USB-Slots eurer PS4, das Mini-Ende in den kleinen Slot auf der Rückseite der Prozessoreinheit. Ja, und dann braucht das Baby natürlich auch noch Strom. Der Adapter kommt ebenfalls hinten ran. Naja, und wie man einen Stecker in eine Steckdose steckt, müssen wir euch ja wohl nicht mehr stecken, oder? Soweit alles gecheckt? Astrein. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Herzstück, der VR-Brille. Stöpselt die beiden Kabel eurer VR-Brille in die entsprechenden Ports der Verlängerungseinheit. Ja, und auch wenn ihr keine Riesenbude habt, ist es schon sinnvoll, euch beim Zocken ausreichend Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Also, wie am Anfang erwähnt, Dreieck und Kreis zu Dreieck und Kreis, X und Viereck zu X und Viereck. Und genau das wiederholt ihr jetzt einfach mit den beiden Kabeln der Verlängerungseinheit. Schiebt den Schlitten auf der rechten Seite der Prozessoreinheit zurück, sodass diese beiden Slots frei liegen. Und jetzt alle zusammen. Dreieck und Kreis zu Dreieck und Kreis, X und Viereck zu X und Viereck. Am Ende schiebt ihr den Schlitten wieder zurück. Fertig. Schaltet die Brille über den kleinen schwarzen Powerbutton direkt am Kabel an und checkt die Rückseite eurer Brille. Habt ihr alles korrekt verkabelt, leuchtet sie blau auf. Eure PS4 beginnt jetzt, ein Update für die neue Hardware runterzuladen. Ist der Download abgeschlossen, könnt ihr endlich die VR-Brille aufsetzen. Und wer akustisch diskreter sein will, der stöpselt hier einen Kopfhörer rein, der im Paket übrigens mit inbegriffen ist, falls ihr keinen haben solltet. Das können wir gerade für Horrorgames dringend empfehlen. Drückt den weißen Knopf auf der Rückseite und zieht die Kopfbügel so auseinander, dass eure Murmel bequem dazwischen passt. Mit dem Drehrad über dem Knopf könnt ihr noch feinjustieren. Wenn alles passt, rückt ihr noch den eigentlichen Visor zurecht. Mit dem Knopf unten rechts könnt ihr selber bestimmen, wie eng ihr den Visor am Gesicht haben wollt. Unserer Erfahrung nach funktioniert die Brille am besten, wenn die Visoreinheit so dicht wie möglich mit eurem Gesicht abschließt, wenn also möglichst keine Spalten offen bleiben, durch die zum Beispiel störendes Licht eindringen kann. Ach ja, und für Brillenträger auch ganz schön zu wissen, eure Sehhilfe passt ohne Probleme in die PlayStation VR. Ihr müsst euch also nicht extra Kontaktlinsen reinsetzen oder so. Und als letzten Schritt müsst ihr euer Headset noch kalibrieren. Aber da führt euch eure PS4 ganz automatisch durch. Folgt einfach den Anweisungen auf dem Screen. Ja, und dann könnt ihr auch schon loslegen. Wenn ihr wissen wollt, welche Games zum Start uns am besten gefallen haben, dann checkt auch unser anderes Video. Viel Spaß in der virtuellen Welt. Ja, was ist denn los? Ey, wie wir gerade brutal abgewürgt wurden. Ich kenne das gar nicht. Ich bin es eigentlich gewohnt, dass sich die Regie nach mir zu richten hat, wie lange ich laber. Aber nee, Maurice greift da knapp durch. Auch mir gefällt das eigentlich ganz gut, dieses neue Feature. Ja, ja, so. Wir sitzen wieder in unserer altgewohnten Zockecke und wir spielen jetzt Madden The League. Wir haben es gerade schon mal kurz versucht zu erklären. Es ist so ein bisschen wie Tutti Frutti. Alle gucken zu und niemand weiß genau, was passiert. Also, wir haben keine Länderpunkte. Schade eigentlich. Aber es läuft folgendermaßen. 4 Moderatoren sind wir insgesamt. Denn wir haben dich, wir haben mich, wir haben Maurice und wir haben Trant. Ja. So. Heute treten wir beide gegen an. Wir spielen 2 Spiele, jeweils eine Runde. Okay, das waren schon 3 Ziffern. Wow. Wer als Gewinner hervorgeht, der wird natürlich heute den Gesamtsieg davontragen, der Verlierer kriegt eine Strafe. Wer am Ende der Saison, die, glaube ich, 5 Sendungen lang ist, der Gesamtverlierer ist, der muss eine ganz große Strafe nochmal bewältigen.
Das ist alles, was ich weiß. Wirklich, ich, wirklich ohne Scheiß. Thema. Ich wurde auch nur so reingeschmissen in das Thema. Mit mir spricht kein Mensch. Das heißt, mach, so ist es halt. Maurice, möchtest du dich da vielleicht nochmal einklinken? Du bist so ein bisschen der Mastermind hinter dem ganzen Quatsch. Oder hat es Anne schon völlig komplett erzählt? Tutti Frutti ist eigentlich die alles perfekte so? Erklärung. Ja, alles gut so. Das war jetzt fehlerfrei. Mir qualmt ja selber noch der Kopf. Wir haben das ja vorhin selbst hier in der Sendungsvorbereitung noch so ein bisschen weiter durchdefiniert. Also es ist schon richtig, wir haben jede Folge einen Verlierer, der muss am Ende was Dummes machen. Heute singen wir, glaube ich, die Abmoderation auf die Sandmännchen-Melodie. Also freut euch. Und gut. Dann haben wir, nach 5 Folgen ist die Saison zu Ende und dann gibt es einen Gesamt- bzw. 2 Gesamtverlierer. Die beiden, die in der Tabelle dann unten stehen, müssen in einer Sonderfolge in der... Um Gottes Willen. Wie ist das Ding? Matchpoint-Digger oder so nennen wir das. Um Gottes Willen. Nochmal gegeneinander antreten. Da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Das wird nochmal ganz speziell. Dafür gehen wir dann zusammen in den Wald und machen ein paar lustige Sachen. Warum? Wir gehen zusammen in den Wald. Entschuldigung, da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Da hat es dann geknallt. Wie? Da gehen wir, wir gehen zusammen in den Wald. Ja, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nee. Wo es wirklich kompliziert wird, ist das Punktesystem. Da wir nicht alle gleich oft spielen werden, wahrscheinlich werden Anne und Wolf am meisten gegeneinander antreten, machen wir es so. Oh Gott, Marc, jetzt musst du mir gleich helfen. Wir haben hier unseren Kill-Death-Ratio, den seht ihr da unten eingeblendet. Jeder, der in einer Folge gewinnt, bekommt einen Punkt. Und im Endeffekt wird die Punkttafel so errechnet, dass die Punkte, die du gewonnen hast, durch die Spiele geteilt wird, die du gespielt hast. Das heißt, wenn Wolf eine Folge gewinnt und eine Folge verliert, dann hat er insgesamt einen Punkt, hat 2 Folgen gespielt, also wird es durch 2 geteilt, also hat er 0,5. Müsst ihr nicht verstehen. Wir schreiben hier unten immer unseren Ratio ich rein. Ich sag ja, tut die nach 5 Folgen müssen 2 von uns gegeneinander antreten, die die wenigsten Punkte haben und die werden dann ordentlich von den anderen beiden gequält. Da könnt ihr euch drauf freuen. Cool. So. Ey, du hättest mir jetzt irgendwie auch einen neuen Kühlschrank verkaufen können. Ich hab gesagt, so, ja, ja, wird schon richtig sein. Ich habe nichts gerafft. Aber gut, ey, schauen wir einfach mal. Ach, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir fangen einfach mal an. Das erste Spiel unserer Wahl heißt Starwall. Genau. Wir sind 2 kleine Wale und treten gegen. Warte. Wir haben noch diese tolle Mats vorbereitet. Wir haben auch ein Intro. Boah, was? Echt? Wir haben ein Intro gebastelt? Intro? Ey, mach keinen Quatsch, Alter. Okay, ich halte mich schon mal fest. Okay. Fahr ab. Hollywood! Fancy shit! Ohne Scheiß, ey. Michael Bay, was geht ab? Komm doch zu uns, wenn du gerade Effekte brauchst. Ja, okay, cool. Also, wir spielen Star Wars und wer von Anfang an bei Instant PlayStation schon dabei war, der wird sich daran erinnern, wir haben das schon mal gezockt. Ja. Vor 1,5 Jahren oder so. Oh Gott, das ist sehr lange her, ja. Aber jetzt gehen wir es alles ein bisschen professioneller an. Madden the League, wie gesagt. Und deswegen holen wir jetzt auch noch ein paar alte Klassiker raus. Und sowas wie Star Wars geht immer. Okay, los geht's. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es geht. Bestätigen, fertig machen. So. Bereit. Bereit zum Bohren, Anne? Ich bin immer bereit zum Bohren, Wolf. Ich weiß. So, such dir mal ein Level aus. Hier, das ist geil, die Krake. Das will ich haben. Kraken. So, was nehmen wir? Bouncy Ball Ball? Nehmen wir das? Ja, mach mal. Nehmen wir. Mach mal. So, es geht darum, dass wir uns gegenseitig mit unseren Hörnern quasi ins Herz stechen müssen. Oh, ein Bällebad. Oh Gott, wie... Ich bin der weiße Ball. Ich bin der grüne. Und die Steuerung ist so ein bisschen... Nein! Oh, das war aber knapp. Ich muss weg. Hau ab mit deinem, mit deinem langen Docht. Nun. Ah, komm schon. Ey, Alter, diese Steuerung. Jetzt weiß ich wieder. Yeah. Nein! Yes. Treffer Nummer 1, Baby. Cool. Nein. Erstmal zurückziehen. Und Attacker! Ah, komm schon. Da komm ich angeschaut. Nee. Nein. Um Gottes Willen. Ey, diese Bälle irritieren mich auch. Irritiert mich auch sehr. Ich spiele die ganze Zeit einfach mit den Bällen. Ey, wirklich, ihr glaubt es nicht, wenn man es noch nicht selber gespielt hat. Das ist so eine wabbelige, komische Steuerung. Das ist viel schwerer, als das so aus... Roulette. Ja, komm! Nein! Oh Gott, warum nicht? Oh. Warum? Komm schon. Nein, hau ab! Hau bloß ab, doch! Du feige Sau! Feige Sau, Alter? Pass auf. Komm schon! Nein! Oh. Ja! Nein, yes! Das gibt's doch nicht! Oh, Entschuldigung, wir sollen nicht so laut sein, glaube ich. Der Regie fliegt immer das Gehör weg. Aber nein, ich versuche mal mitzupegeln, aber mir fliegt ja meistens dann der Kopf ein bisschen nach hinten, wenn ihr schreit. Es ist das Temperament, das tut mir. Ja, wirklich. Wir sind halt so temperamentvolle Typen. Scheiße, okay. Oh Gott. Nein, warum? Ich möchte doch nur. Ja, ich möchte auch doch nur. Ich möchte doch nur. Fragt ja auch keiner nach. Oh Gott, und die Runde ist auch noch schon... Zeit. Nein! Ein kleines bisschen nur, etwas mehr Zeit. Gib mir ein Küsschen und dann geh bitte heim. Komm schon. Oh Mann, Alter. Ey, noch
10 Sekunden. Ah, ja! Nein, ja! Ja! Warum? Komm, und gleich nachsetzen, gleich nachsetzen! Nein! Nein, nein, nein! Mann, Alter, meine Nerven, ich habe ganz schweißnasse Pranken. Jetzt schon. Oh, hau ab, hau ab! Oh, shit. Oh nein! Aber ich führe jetzt wohl, ne, oder? Ja, es gibt ja noch eine Runde. Ich weiß nicht, wie das Endergebnis aussieht. Aber es aussieht. Gibt ja noch ein zweites Spiel. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben das alle gesehen, ja? Ich möchte nur noch mal... Nee, nix Revanche. So, wir müssen jetzt mal kurz beenden und das Spiel wechseln. Aber ihr habt es gemerkt, der erste Punkt, ja, der geht an Wolf. Ja, finde ich schon richtig geil. Ohne Scheiß. Ja, ja. Also das war Star Wars. Ja, ja. Cool. Glück. Ja, ich finde, also Madden The League gefällt mir sehr, sehr gut. Können wir bitte immer nur Star Wars spielen, bitte? Ein ums andere Mal. Wir spielen immer nur Star Wars nie wieder. Ey, das war schon der erste Punkt für mich. Ey, warte, warum gebe ich eigentlich selber nicht... Mann, hier. Dass ich das selber vergesse, ey, sonst beglückwünscht mich ja keiner zu meiner Seite. Wer hat eigentlich gewonnen? Wolf. Willst du mich verarschen? Ich hab nicht zugehört. Boris, Alter, gleich gibt's aber eine Schelle. Wer hat eigentlich gewonnen? Ey, ich muss hier nebenbei noch 100 andere sagen. Ach ja, ja. Mann, ich habe natürlich gewonnen, Alter. Natürlich. Wer hat eigentlich gewonnen? Was? Wie heißt das Game? So, und jetzt kommt das Spiel, da räume ich mir überhaupt keine Chance ein, weil das hab ich noch nie gespielt. Das könnte noch durchaus niemals. Sehr interessant werden. Das kann ich einfach nicht. Sportsfriends kennt ihr wahrscheinlich alle, das gibt es auch schon ein bisschen länger. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich glaube, es heißt Pole Rider. Hier, Pole Riders. Und da werden Wolf und ich jetzt gegeneinander antreten. Alter Mann. Ich mach mal links, genau, du rechts. So, Walters und Benders. So, ich... So, wer bin ich denn? Ich möchte hier mit der Fans-Frisur. Ramiro. Pass auf, dann spiele ich hier das Maurice-Lookalike, damit er vielleicht auch mal ein bisschen aufmerksam ist hier, zumindest bei der Runde. Okay, wir suchen uns hier... Oh, guck mal, wie schön. Ja. Das nehmen wir, das ist schön. Ey, Mann, ich hasse dieses Spiel, ohne Scheiß. Ich habe das noch nie gekonnt. So. Okay. Nee, was geht ab? Okay, also ich bin rechts. Ich bin auf der linken Seite. Yeah. Und wir müssen versuchen, das Runde in das Runde zu kriegen. Mit unseren... Boah, nee, Alter, das geht doch nicht. Wie? Oh, nein, falsch. Okay, das war jetzt cool, nur leider in die falsche Richtung. Wie habe ich das denn gemacht? Ja. Yeah. Okay, dann schiebe ich den Ball halt einfach. Nein, hier, das hast ja, du früher auch immer gemacht. Ja, damit. Ist doch egal. Mann, Alter, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Nein. Komm schon, komm. Ja, komm, ich schieb's da rein. Ich will in die andere Richtung. Komm, klatsch. Nein, klatsch, nein, klatsch, nein, klatsch, klatsch, ja. Goal. Das ist unfair. So, aber ey, wirklich, aber ich... So spielt man das nicht. Na! Ey. Wolf, du brichst wieder alle Regeln. Ich komme auch nicht hoch. Oh nein. Okay, das hätte ich nicht sagen sollen. Scheiße. Ja, sehr gut, ja. Sehr gut, sehr gut. Ich helfe dir. Komm. Ich muss, nein. Ich mach das wieder so. Ey, ist mir egal, wirklich. Nein, geh weg. Gewinner hat gewonnen. Oh, nein, nein, falsche Richtung, nein. Nein, falsche Richtung. Geh weg, geh weg, geh weg. So, schieb mich hau mal ab, hau mal ab, hau mal ab. So, ich komme jetzt wieder. Oh Gott. So. Die Zeit, sie läuft. Ey, hier. Komm schon, komm. Nein, 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 ja, nein, ja! Das gibt es nicht! Alter, geil! Ey, Mann, Sportsfriend, super Spiel! Ich weiß gar nicht, wer hier behauptet hat, das wäre nicht toll. Oh, guck mal, das war jetzt gut, das war jetzt gut. Ich will in die andere Richtung. Wie habe ich das gemacht? Ja, ich muss mich auch umdrehen. Wie dreht er sich denn um, Mann? Okay, warte. Ich check's nicht. Ich check's warte. Einfach nicht. Achtung. Das ist physikalisch, das ist auch nicht in Ordnung, oder? Yes! Komm schon. Ja. Nur ein bisschen Handicap für Wolf. Was denn? Oh. Nutz das aus, Anne. Maurice. Ja, ich versuch's. Ich mach ihn nervös. Ich versuche hier alles, was ich will, aber. Ich werde wieder. Man hat brutal an mir gefummelt. Nein, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja. Geh mal weg da jetzt. Ich werde jetzt auch deine unfaire Taktik anwenden. Was heißt denn hier unfair? Das ist einfach nur. So spielt man das Spiel nicht. Ja, aber du machst doch auch nichts. Ja, wie? Du machst doch auch nichts. Ich versuch's wenigstens. Ja, ich versuch's so auch. Zum Beispiel. Oh, Scheiß, glaub mir, ich versuche es. Es ist nicht so, dass ich es nicht versuche. Ich würde jetzt auch gerne so einen geilen Move hinlegen und sofort das Ding jetzt hier einlochen, anstatt es da immer mühselig rüberzuschieben. Ja. Ich weiß aber nicht wie, ich schaff's nicht. Ja, ja, komm schon. Ja, sehr gut, nein, sehr nein, gut. Nein, ja, nein. Ja, doch, oh. Nein, hau ab. Okay, Pat, das halten wir 60 Sekunden durch, ist mir scheißegal. Ey, wirklich, bis einer weint. Oh, du nö, Schwein. Ist mir wurscht. Nein, ich geh weg. Nee. No retreat, no surrender. Ja, 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 komm. Okay, ein bisschen, ich muss Kraft aufbauen. Bist du ein Tanz? Nein. Ich glaube, deine Figur tanzt. Ja. Yes. Haha, so. Nein, falsche Richtung. Nein, was macht deine da? Los. Ja, siehst du? Das ist nämlich... Siehst du? Kennst du? Meine Freundin, ne, ich mag sie. Wo bin ich? Entschuldigung, wo bin ich? Du bist rausgeflogen, Junge. Wo war ich denn jetzt? Ach Mann. Zack. Sag mal. Siehst du, das ach, du bist mir auch auf den Kopf gesprungen. Sag mal, ich glaube, es hakt. Gut zu wissen, ich springe jetzt einfach nur auf. Hier. Mann, ey wenn ich es noch schaffe, dann immer meilenweit vom Ball entfernt. Geh weg. Wie? Nur noch 14 Sekunden, Alter. Oh, Anne, gib Gas, das wird eng. Ah!
Ja! Ich kann nichts tun! Ich will doch einen geilen Move machen, Mann! Ich will es doch auch! Weg da! Okay, sonst halte ich einfach dich davon ab. Ist mir egal. Nein! Nein, 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 nein! Time over! Benders win! Und Benders, das bin ich! Das bin ich! Oh, guck mal, oh, wie sexy auch das Gewinnerbild. Können wir noch mal einmal kurz das Gewinnerbild zeigen? Hier, guck mal hier. Knick, knack, zwinker, zwinker. Das Gewinnerbild. Liebe Regie, da. Da, hier. Möp, möp, geil. Maurice erinnert mich wirklich ein bisschen an dich, der Rechte. Guten Morgen. Na, Schatz, gut geschlafen? Ja, ey, cool, richtig gut. Also, die erste Runde Madden ist ja voll gut gelaufen. Ey, zweimal habe ich dich dominiert. Geil. Das ist schon okay. Wuhu! Was machen wir denn da? Hier, weiß ich nicht. Cool. Super gut. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht abgeneigt, die Abmoderation auf das Sandmännchen zu singen. Stimmt, es gibt Schlimmeres im Leben, glaube ich. Du musst singen, ne? Ja, richtig gut. Da freuen wir uns alle drauf. Ey, ohne Scheiß. Und ich habe mir vorhin, jetzt kann ich ja sagen, beim Pinkeln habe ich mir schon einen Text zurechtgelegt, was ich vielleicht singen könnte, aber ich habe ihn auch schon wieder vergessen. Und ich werde ihn dir jetzt auch nicht sagen. Also, ja, ich muss mir auch noch was ausdenken. Lass uns alle mal überraschen. Ja, cool. Also das war auf jeden Fall Madden the League Runde Nummer 1. Ich führe. Gucken wir uns jetzt eine Mats an. Ich glaube, wir gucken uns jetzt zum Matz an. Das müssen wir nämlich alle mal sacken lassen. Genau, jetzt kommt nämlich, endlich ist es soweit, kommt der erste Teil meiner meines Übersichtsvideos über die PlayStation VR Launch-Titel. Geil. Ich weiß nicht, wie lange sie geht. Die ganze Woche hast du daran gearbeitet. Lass uns einfach mal überraschen. Bitte Regie, Matz ab. Einen recht schönen guten Tag, liebe Freunde, Wolf hier und wir haben mal wieder was zu PlayStation VR und nachdem wir euch schon gezeigt haben, wie das offizielle Unboxing aussieht und wie man das Ding anschließt, dreht es sich in diesem Video jetzt endlich darum, wo alle drauf warten, um die Games. Ich habe die letzten zwei Tage wirklich ungelogen jedes einzelne Spiel gespielt, was ihr jetzt schon zum Start von PlayStation VR runterladen könnt und werde euch in diesem Video mal einen ganz kleinen Überblick geben, was denn tatsächlich da schon bereitsteht. Weil ich wirklich euch versuche, echt jedes einzelne Spiel kurz vorzustellen, können wir da jetzt nicht großartig in die Tiefe gehen. Also das sind jetzt natürlich keine Tests, noch nicht mal Mini-Tests, sondern seht das wirklich quasi als Vorstellung, was euch da so zur Wahl steht, sodass ihr euch die für euch interessantesten Sachen notieren und rauspicken könnt und euch dann möglichst schnell das zusammenstellen, was euch tatsächlich interessiert. Also, los geht's. Da haben wir natürlich zum ersten Playroom VR. Das gibt's kostenlos und da kann ich auch echt nur empfehlen, gerade weil es nichts kostet, das sollte sich wirklich jeder Neubesitzer von PlayStation VR runterladen. Da sind 6 kleine Minispielchen drin. Die kann man entweder alleine zocken, so wie hier zu sehen. Das ist so ein Jump'n'Run-artiges Spiel. Oder noch lustiger ist es natürlich mit mehreren Leuten. Das geht mit 2 bis 5 Spielern. Hier zum Beispiel habe ich die Brille auf dem Kopf und muss als Godzilla-artiges Monster irgendwie versuchen, Anne zu treffen, die hier als kleines Roboterwesen wegrennt. Am Ende macht man noch ein lustiges Foto. Und das ist wirklich dazu da, dass ihr euch so ein bisschen an die PlayStation VR-Erfahrung gewöhnt, dass eure Augen sich ein bisschen da justieren. Denn das ist ja tatsächlich etwas, was man vielleicht so noch nicht so wahnsinnig oft gespielt hat. Ja, und deswegen kann ich echt nur sagen, ey Leute, wie gesagt, kostet nichts, ladet es euch runter, habt ein bisschen Spaß damit, so 1-2 Abende, ist schon ganz witzig. Und dann kann man irgendwie auch schon weitergehen zu den etwas gehobeneren Spielen, wie zum Beispiel VR Worlds. Auch hier finden wir 5 kleine Games, die sind ein bisschen, ich sag mal, saftiger und teilweise auch ein bisschen erwachsener. Also ganz so niedlich ist es da nicht mehr. Da haben wir nämlich zum Beispiel VR Luke, da rollt man auf einem Rollboard einen Berg runter und steuert das Ganze mit Kopfbewegung. Außerdem haben wir noch Scavenger's Odyssey, da muss man als Alien in so einem Battle-Mech Artefakte finden und ich kann schon mal sagen, das Thema Battle-Mechs wird noch ein paar Mal aufkommen hier in diesem Video. Dann haben wir noch The London Heist, da heißt es Ballern, 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 das erinnert sehr an Wube, Dame, König Gras und Snatch. Das war ein kleiner Funfact am Rande. Das war das allererste VR-Spiel in meinem Leben, was ich jemals gezockt habe, vor 2 Jahren auf der Gamescom. Und ich war echt einigermaßen weggeblasen. Und ich kann sagen, das ist jetzt spielerisch jetzt nicht so übermäßig tiefgründig, aber es macht schon Laune. Also da fühlt sich das Ballern wirklich nochmal ganz frisch und neu an, wie man das echt in der Form bestimmt noch nicht hatte. Außerdem noch dabei Ocean Descent. Ja, was soll ich sagen? Hi. Mehr muss ich nicht sagen. Hi. Alles klar. Und noch Danger Ball, das ist so eine Art virtuelles Air-Hockey, was man mit dem Kopf spielt. So, in Summe, auch hier kann ich sagen, das macht schon echt durchaus Spaß. Also gerade Ocean Descent, nochmal, ich sage es gerne nochmal, Stichwort Hi,
Das ist schon echt einigermaßen beeindruckend und auch hier London heißt. Also das macht durchaus mal für eine überschaubare Zeit, wie macht das Spaß, und auch hier wieder, man gewöhnt sich da ganz gut an diese, an die Steuerung und wie sich das überhaupt für die Augen anfühlt. Auch das Gehirn muss ja ein bisschen neue Impulse verarbeiten. Von daher auch hier durchaus reizvoll. So als kleine Minispielsammlung ist das schon echt ganz nett. Genau, und wir hatten ja gerade Danger Ball. Ich habe ja gesagt, virtuelles Airhockey mit dem Kopf, und wir bleiben irgendwie direkt mal beim Thema Bälle und Kopf. Da ist nämlich auch noch Headmaster. Das ist eine Art Fußball-Party-Game, bei dem man auch versucht, mit gekonnten Kopfbällen möglichst viele Punkte zu erreichen. Es gibt natürlich verschiedene Spielmodi. Am besten hat mir gefallen, dass das Ding wirklich, man glaubt es nicht, aber sehr viel schwarzen Humor hat. Also es erinnert fast ein bisschen an Portal. Man ist offenbar nicht ganz normaler Fußballspieler, der trainiert wird, sondern irgendwie so eine Art Insasse in so einem Internierungs- und Erziehungslager und wird die ganze Zeit von einer sehr sarkastischen Stimme und wirklich ziemlich witzigen Texten begleitet. Also auch hier Headmaster, also wirklich macht Laune. Manchmal mag ich diese recht simplen Geschicklichkeitsgeschichten und auch hier, also ich sah, glaube ich, einigermaßen albern aus, als ich es gespielt habe. Und das macht wirklich doch mehr Spaß, als man das am Anfang so sieht. So, jetzt gehen wir aber mal ein bisschen weiter. Genug Sport und Mini- und Party-Games. Da haben wir Battlezone. Das ist die Neuauflage eines klassischen Arcade-Games. Ich weiß nicht mehr, ob das alle noch unbedingt kennen, ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig schlimm, denn wir sind ja im Jahr 2016 und da sieht es mittlerweile alles so aus. Auf den ersten Blick erinnert es so ein bisschen an Tron. Man steuert so einen Cobra-Panzer und hat, ihr könnt es euch denken, wenn ihr das seht, die Aufgabe, so ziemlich alles und jeden niederzuballern, was euch da so entgegenkommt. Zwischen den Runden sieht man eine Karte, bei der man sich überlegen kann, auf welchem Feld man quasi als nächstes in die Schlacht zieht. Also jedes Feld ist dann quasi ein Einsatz. Und das Interessante ist, das hat so ein bisschen was von einem Roguelike, denn diese Karten werden prozedural generiert. Das ist ja der ganz heiße Scheiß heutzutage. Also die Runden sind echt immer unterschiedlich. Auch hier, wenn man sich mal an die Steuerung gewöhnt hat, dann macht es schon Spaß. Ich war nur ein bisschen überrascht, dass es schwerer ist, als man das so glaubt. Also ich dachte am Anfang so, ja Gott, wie schwer wird das sein? So ein bisschen geradeaus fahren, mal nach links ausweichen, nach rechts ausweichen, ein bisschen ballern. Aber wenn man da sich nicht eine Taktik zurechtlegt und wirklich ganz genau beobachtet, von welcher Seite man angegriffen wird, dann ist die Sache echt schneller vorbei, als man das so denkt. Also ich hatte so nach 2-3 Runden hatte ich echt ordentlich zu kämpfen. Das hat mich einigermaßen überrascht. Und zwischendurch mal was für unsere Rennspielfreunde. Drive Club VR ist auch am Start. Ich glaube, dazu muss man jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen. Wer Drive Club kennt, der kann sich schon ganz gut ausmalen, was einen da erwartet. Ist so ein leicht arcadisch angehauchter Racer. Jetzt eben natürlich mit PlayStation VR-Unterstützung. Habe ich mir aufgeschrieben, 80 Autos sind drin mit 114 Tracks. Man kann miteinander spielen, man kann gegeneinander spielen, man kann Clubs aufmachen. Naja, ich meine, das werdet ihr euch alles denken können. Das kennt ihr auch soweit. Ich sag's ganz ehrlich, also mein Fall ist das jetzt nicht unbedingt. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Racing-Freak. Das sieht schon cool aus. Also da hat man auch so einen kleinen Wow-Moment erstmal, wenn man die Brille aufsetzt. Aber das ist jetzt nichts, was ich privat unbedingt spielen würde, eben weil mich, wie gesagt, Racing-Spiele jetzt nicht so tierisch interessieren. Mehr interessiert mich da schon dieser Kollege Batman. Da habe ich im Vorfeld wirklich sehr, sehr viel Gutes drüber gehört. Alle waren einigermaßen geflasht, die das gehört haben. Und ich kann es nur bestätigen, ich habe es jetzt auch gezockt, Batman Arkham VR schafft es wirklich wie kein anderes Spiel, dass ich mich fühle wie der gottverdammte Batman. Also wenn ich mich selbst im Spiegel betrachte, wenn ich selber die Maske erstmals aufsetze, wenn ich mich in Ego-Perspektive durch Wayne Manor hier taste, wenn ich selber die Batcave erkunde, das wirkt schon echt einigermaßen geil. Vor allem gefällt mir das Spielprinzip sehr gut. Das ist nämlich so eine, es geht weniger um Action, das ist eine Art Detektivspiel fast. Also hier zum Beispiel müssen wir rausfinden, wer Nightwing umgebracht hat, mithilfe so einer Rückspulfunktion, müssen im richtigen Moment dann die Hinweise finden. Also das sind so Geschichten, auf die stehe ich einigermaßen, weil das so, so selten vorkommt. Also diese Knobeleien, die einen wirklich sich fühlen lassen wie der beste Detektiv der Welt, der mit den Fledermausohren. Und wenn man wie hier auch noch die ganzen alten bekannten Gegenspieler aus den Rocksteady Batman Spielen sieht, wie zum Beispiel den dicken Pinguin, dann kommt da schon echt einigermaßen geil rüber. Also ich muss echt sagen, für Batman-Fans ist das wirklich ein richtig geiles Ding. Batman Arkham VR ist auf jeden Fall unter den Launch-Titeln mit in meinen Top 5, möchte ich sagen. So, und dann jetzt hier nicht das erste Spiel, was ich gespielt habe mit der Brille auf, das war ja wie gesagt London heißt, aber das Spiel, bei dem ich zum ersten Mal eine Gänsehaut hatte, als ich es ausprobieren durfte, nämlich Eve Valkyrie. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der ganz krasse Weltraum-Fan und vom Eve-Universum habe ich jetzt auch keine große Ahnung, aber
denkt euch, ihr seht das, was ihr jetzt hier seht, wirklich quasi in einem dreidimensionalen Raum. Also dieses Gefühl, als würde man wirklich im Cockpit sitzen, das ist eigentlich nicht zu reproduzieren und mit Worten kaum zu beschreiben. Also ich bin hier die geilsten Loopings geflogen, ich habe mir richtig krasse Dogfights geliefert. Das hat wirklich megamäßig Spaß gemacht. Und ich kann sagen, also dafür, wenn ihr so fliegt wie ich jetzt hier, da braucht man schon einen relativ starken Magen. Also da muss man sich dann wirklich rantasten. Das empfehle ich euch also nicht unbedingt, wenn ihr da so vielleicht ein paar Problemchen mit haben solltet, dann fangt vielleicht eher mit ein bisschen ruhigen Spielen an. Aber wenn ihr das ähnlich gut wegsteckt wie ich, dann ist das wirklich ein richtig geiles Ding. Also das ist auf jeden Fall etwas, das mich von Anfang an weggeblasen hat. Und auch jetzt ist es eins der Spiele, die ich auf jeden Fall reinlegen würde unter den ganzen, die ich euch noch vorstellen würde, wenn ich einfach mal eine halbe Stunde ein bisschen Dampf ablassen und hier geile Weltraum-Action erleben will. Und wo wir schon beim Thema Eve sind, da gibt es noch ein Spiel, Gunjack heißt das. Es ist aber ein bisschen arcadiger, das heißt, man steuert hier nicht selber, was für die angesprochenen Leute, die vielleicht einen schwächeren Magen haben, nicht ganz uninteressant ist. Sieht cool aus, fühlt sich auch geil an, aber eben weil es für mich fast ein bisschen zu simpel ist, würde ich dann doch das große Eve Valkyrie bevorzugen. Ja, und wenn ihr denkt, Dampf ablassen brauche ich nicht, denn mein Leben ist schon so wahnsinnig aufregend, dass ich, wenn ich spiele, gerne erleben würde, wie es wäre, möglichst langweilige Jobs zu machen. Dann haben wir hier natürlich noch den Job Simulator, der simuliert das echte Leben in ganz dicken Anführungszeichen. 4 Modi sind dabei. Ihr spielt entweder als Küchenchef, als Büroangestellter, als Ladenverkäufer oder als Automechaniker. Es ist ein reines Blödsinnspiel. Also ich habe gerade überlegt, wie man das bezeichnen soll. Ich weiß nicht ganz genau. Es hat, glaube ich, gar keine richtige Genrebezeichnung. Es hat wirklich einen sehr schrägen Humor. Es macht jede Menge Spaß, hier einfach mal rumzuspacken. Was ihr hier seht, ist das Gameplay von Anne. Die hat sich da mal die Brille aufgesetzt und ein bisschen da rumgespackt in der Küche. Sie kam auch mit einem dicken Grinsen dann wieder zu mir. Also das macht echt jede Menge Laune. Sollte man wirklich mal ausprobieren, einfach weil es, glaube ich, das einzige Spiel dieser Art ist. Ja, und das sieht nur auf den ersten Blick langweilig aus, ist aber echt ziemlich faszinierend. Ich hätte selber gar nicht gedacht, Tumble VR. Da muss man Türme bauen, das heißt, da ist natürlich eure Geschicklichkeit und eure Fingerfertigkeit gefragt in über 80 Level. Das ist jetzt hier so der Anfang, da ist es noch relativ easy. Es geht natürlich, wie gesagt, darum, einen Turm möglichst hoch zu bauen. Später gibt es dann noch irgendwie so ein paar fiese Fallen, also alle 15 Sekunden wackelt dann die Erde und so Scherze. Also wer so Jenga-Gang gespielt hat, und das fand ich als Kind eigentlich immer ganz geil, der kann auch mit Tumble VR durchaus seinen Fun haben. Ist zumindest auch wirklich mal was Außergewöhnliches und Originelles. So, und jetzt wird es wieder ein bisschen kerniger. Das hier ist Riggs. Das ist eine sehr, sehr flotte Mac-Action, die wirklich besser geworden ist, als ich das so gedacht hätte. Muss ich wirklich zugeben. Ich habe da jetzt mal so 3-4 Matches gespielt. Und alter Schwede, also wenn man sich da mal ein bisschen reingefuchst hat, dann packt einen das schon. Gerade weil es natürlich auch einen Karrieremodus gibt. Und also das motiviert durchaus echt immer besser zu werden, geilere Macs freizuschalten und so weiter und so fort. Wir haben verschiedene Modi wie Deathmatch, wir haben einen Touchdown-Modus oder, was ich am liebsten mag, den Power Slam. Es geht darum, dass ihr als Mac-Pilot, ich habe gesagt, das Thema Mac kommt nochmal, müsst ihr in einer großen Arena A, eure Gegner abballern und B, jeweils abhängig vom Spielmodus, dann noch auf andere Art Punkte machen, indem ihr mit einem Ball in die gegnerische Endzone rennt oder, was ich wie gesagt am liebsten habe, im Power Slam-Modus, da müsst ihr quasi, wenn ihr voll aufgepowert seid, im Overdrive seid, von oben durch dieses Tor hier springen, dann gibt das einen Punkt. Und ja, wer am Ende natürlich logischerweise die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Also Riggs, kann ich echt nur sagen, hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, muss ich zugeben, aber ist schon einigermaßen beeindruckend. Gerade wenn man so spielt wie ich hier mit dem Kopf zielen, also ich ziele wirklich nicht mit dem rechten Analogstick des Controllers, sondern tatsächlich mit Kopfbewegung. Das ist auch ein bisschen fummelig am Anfang, aber dann, wenn das mal flutscht, dann fühlt man sich schon einigermaßen geil, als hätte man echt so einen dicken Mac unterm Hintern. Also probiert es echt mal aus. So Leute, kurze Erklärung, ich lese fleißig einen Chat mit. Einer hat gefragt, habt ihr nicht Hatsune Miku, VR, Live, irgendwas? Habt ihr das vergessen? Nee, wir haben es nicht vergessen, das war jetzt nur die erste Hälfte vom großen Überblick. Der ist nämlich doch länger geworden als geplant. Ich glaube, das komplette Video ist 25 Minuten. Das wollten wir euch jetzt nicht im Stream zeigen. Deswegen könnt ihr euch den kompletten Roundup zu allen Launchscapes ab Montag angucken. Da wird wirklich ein Sätzchen zu jedem Titel gesagt, der bislang erhältlich ist. Achso, seht ihr mich überhaupt? Jetzt wird es nämlich gruselig, liebe Freunde. Kurze Info, Call of Duty fällt tatsächlich aus. Wir haben gerade mehrmals probiert, irgendwie auf die Server zu kommen, aber da geht gerade gar nichts. Da ist gerade überhaupt gar nichts am Start, leider. Naja, dann muss ich halt jetzt leiden.
Ja, genau. Deswegen spielen wir wie geplant Outlast, beziehungsweise Anne, du spielst jetzt Outlast 2. Deswegen haben wir das erste Mal, das haben wir, glaube ich, noch nie im Stream gemacht. Wir haben es echt noch nie so dunkel gemacht. Deswegen, ja, fang doch einfach mal gut gelaunt an. Ich werde mich auch ein bisschen zurückhalten und generell ist das jetzt hier so der Atmo-Take. Ich finde es total scheiße. Nein, das ist total... warum muss ich solche Sachen immer machen, Leute? Guck, das sieht aber echt ein bisschen creepy aus hier. Okay, scht. Das ist schon so ein geiler Start. Toll. Das wird super. Ich glaube doch, ja. Oh klar. Gott, Leute, warum? Hast du eigentlich auch das 1 gespielt? Nee, okay. Natürlich nicht. Stimmt, das ist eine dumme Frage. Ja, das ist wirklich eine dumme Frage. Ja, das hätte ich nicht schenken können. Okay, was ist denn hier los? Hörst du was? Ich höre auf jeden Fall was, ja. Okay, ja, danke. Oh nein, meine Brille. Ja, komm, da ist deine Brille. Okay. Ach, schön. Oh, was? Machen wir jetzt einen auf Blair Witch oder was? Oh nein. Oh nein. Okay, ich komme nicht wirklich voran. Ich kann nur so. Ah, verstehe. Kein Horrorspiel oder Film ohne Night Vision. Ist es ratsam, mit dieser Kamera durch die Gegend zu laufen? Nee, denn da oben rechts siehst du deinen Batteriestand. Oh, okay. Und das solltest du echt nur machen, wenn es gar nicht anders geht. Ah, okay, also wenn es zu dunkel wird quasi. Ja. Na, das ist ja vertrauenserweckend. Mensch. Ich will da nicht rein. Muss ich da rein? Ja. Glück gehabt. Glück gehabt, ja. Aber ich höre schon Fliegen um mich herum schwirren. Das bedeutet meistens irgendwas verwest hier. Aber war das der erste Teil nicht in irgendeiner Irrenanstalt? Ja, genau, ja. Dann hat das ja wirklich überhaupt nichts mehr damit zu tun, oder? Nö, zum Glück. Irrenanstalt ist jetzt durch. Okay. Und ich kann schon mal sagen, das finde ich viel unheimlicher, dieses Setting, als die Irrenanstalt vom ersten Teil. Das finde ich viel geiler hier. Obwohl so verlassene alte Krankenhäuser mit blutverschmierten Wänden sind jetzt auch nicht gerade mein liebstes Urlaubsziel. Nee, aber das hat man halt schon so oft gesehen irgendwie. Toll, ich. Nee. Ich möchte hier jetzt nicht rein. Ah, ich höre was. Ich höre was aus allen Ecken. Ey, hier ist irgendwer. Habe ich eine Waffe? Nee. Nee. Natürlich nicht, ey. Ich sehe nichts. Jetzt zum Beispiel solltest du genau die Kamera benutzen. Oh Gott. Oh nö, ich will da nicht reingehen. Okay.
Der ist tot. Bestimmt ist er tot. Ach, ist ja widerlich. Nee. Nein, danke. Ich guck mich woanders um. Das will ich nicht wissen. Okay, hier ist nichts. Da ist ein Licht. Licht ist doch schon immer ganz beruhigend. Ja, aber hier irgendwo. Mit Licht kannst du nie was falsch machen. Da hinten, was ist das denn da? Ach so. Oh oh. Oh oh. Irgendwas verfolgt mich. Da steht jemand. Und der hat irgendwas, der hat ein Messer in der Hand, Alter. Da will ich jetzt aber nicht hin. Hallo? Was, wo ist er hin? Nee, der ist jetzt weg! Ja, meinst du, bleibt der jetzt die ganze Zeit stehen? Ja! Das wäre ein geiles Horrorspiel. Oh nein, der ist weg! Sei doch froh, dass er weg ist. Nee, das ist wie mit Mücken und Schneidern. Ich fühle mich sicher, wenn ich weiß, wo die sind im Raum. Ja, oder mit Tigern. Ja, ja, ohne Scheiß. Stell dir vor, du weißt nicht, wo der Tiger ist. Ja, da ist was dran. Das ist auch ein bisschen... Ja, sehr appetitlich. Oh, Leute, Leute. Es hilft ja alles nichts, ne? Oh Gott, warum? So, ich sag's nochmal ganz kurz für den Chat, weil einige gefragt haben, das ist die Demo von Outlast 2. Fragen gerade sehr viele, was ist das für ein Spiel? Ist ein bisschen was Gruseliges, ne? Nee, ist ja nicht hell genug. Okay, wie ist diese Tür zugegangen, ohne dass da jemand drin ist? Dann, und dann, wer dann, ist er? Dann. Vigo! Ja. Oh Gott. Er ist der Dorfschönling. Oh, ich will das. Oh nein! Hier ist doch gar nichts. Ja, ich dachte, vielleicht passiert was. Weißt du, wie so ein Trigger, wenn man sich da drin versteckt, steht auf einmal jemand da. Ja, gut, das ist. Aber nein, Gott sei Dank. Alter. Ich habe immer das Gefühl, irgendwas kommt gleich um die Ecke gesprungen. Also da blinkt doch irgendwas. Ja, ja, ich sehe das. Ich ignoriere es nur. Ich ignoriere es, genau. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Eine Batterie für meine Cam. Ja. Sehr gut. Ich glaube, jetzt hast du noch 8 oder irgendwie so. Das ist. Ist also, du musst jetzt eigentlich noch keine großen Sorgen machen, aber trotzdem ist ja, immer gut, ja. Batterien anzusammeln. Ach nee, du hast nur 2 von insgesamt 8, die du haben kannst. Entschuldigung. Ja, das findest du lustig, ne? Da finde ich ein bisschen witzig. Ich gehe jetzt mal hier rein. Oh, was ist das denn? Alter Schild! Oh, ich hasse das! Ich hasse Jumpscares! Mann! So eine Scheiße! Ich will keinen Namen nennen, aber in der Regie ist auch jemand zusammengezogen gerade. Na, Marc, wieder wach? Oh mein Gott! Okay, ich kann hier aber offensichtlich nicht rein, ne? Oder durchs Fenster, geht das? Ah, okay. Klar. Oh Gott. Hm.
Oh mein Gott. Ist das der Wind? Das himmlische Kind? Ja, das himmlische Kind. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Anna, du bist so süß. Nein. Das ist bitterer Ernst. Okay, das ist wirklich Neuwind, oder? Oh, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich am besten... Also ich glaube, so geradeaus ist schon nicht ganz schlecht. Hallo. Okay. Och nö, ey. Und jetzt gehen wir alle in den Wald. Überall Kreuze. Mhm. Ganz toll. Okay, da ist irgendwas. 100 pro. Irgendein Schweinemann hockt da und wartet nur auf mich. Wie lange geht diese Demo? Ey, ohne Scheiß, du bist wirklich ganz am Anfang. Oh nein, warum? Ist ja auch gar kein Problem, aber du spielst es schon sehr bedächtig. Ja, weil ich Angst habe. Also andere Leute sind da schon fast durch. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Ja, wir gehen jetzt einfach mal in diesen Keller. Was soll da schief gehen? Das ist gar kein Problem. So fangen alle guten Geschichten an. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist das? Oh, es ist alles blutig. Ist das irgend so eine Ritualscheiße? Wahrscheinlich. Ey, und genau das finde ich halt so wahnsinnig creepy. Das finde ich viel unheimlicher als dieses Irrenhaus im ersten Teil. Das war also, das nicht auch bei Resi 4 so? Ja, genau. Das ist diese Form von Horror, das spricht mich tierisch an, so Okkultismus gelungen. Ja, das spricht mich auch tierisch an. Das. Ich sehe schon alle, da sind wir uns einig. Holy shit, Alter, ich... Oh. Sind das Eingeweide? Oh nein, ich will da nicht rein. Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Ja, spätestens jetzt fragt man sich das. Na, da hinten geht's weiter. Ja, ich gehe einfach mal aus. Anne, der Chat hat übrigens gerade entschieden, dass du die Demo zu Ende spielen musst. Nee, nix. Der Chat, nicht leiden. Super, der Chat hat hier gar nichts zu entscheiden. Sehr gut, Chat. Der Chat weiß, was Sache ist. Oh Gott, warum könnt ihr mich nicht einmal unterstützen? Ein Schaukelpferd, was macht das da? Ey, achte ein bisschen auf deine Bakterien. Oh, warum habe ich hier ein Schaukelpferd? Oh, es kann wirklich nicht mehr creepiger sein als dieses Schaukelpferd. Bitte. Oh nee, was? Irgendwer sagt was. Alter, irgendwer whispert, wollte ich mal sagen. Irgendwer flüstert. Oh. Das ist ein Gedicht? Let my near and dear ones be always near and dear to me. Oh, es kommt näher. And all I love to your eternal home above. Geh weg, schaukeln. Ich will da nicht reingucken. Nein, nicht rein. Vielleicht kann ich aber auch gar nicht anders. Ich glaube, ich muss da reingucken, oder? Ich glaube auch. Oh. Ah!
ist eklig. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft? Kann ich das machen? Nee. Oh, was ist das denn? Och, ihr wollt mich doch verarschen. Vor allem... Ach so. Oh Gott, das ist ja widerlich. Ich find's gerade alles so schön. Nee. Oh nein, wieso stimmen? Ja, das Problem ist, dass bald die Batterien ausgehen. Oh, oh. Was zum Teufel ist das? Ey, wer denkt sich sowas aus, frage ich mich immer. Aber freu dich, bist du aus dem scheiß Schacht raus da. Boah, Alter, das ist ja mein persönlicher Horror, ne? Zurück in die Schule. Ja, es gibt nichts Schlimmeres. Jetzt mal echt, ey. Oh Gott. Ich habe jetzt noch Albträume von diversen Lateintests. Irgendwer lacht da dreckig im Hintergrund. Boah, dieses... auf der anderen Seite. Okay. Ja, gut. Alle sind hier sehr angespannt gerade, man merkt es richtig. Nein. Wer hat da gerade die Tür zugemacht? Warum geht das auf? Oh, eine Spieluhr. Mit einer Spieluhr in der Hand. Okay. Wer ist Jessica? Die suchst du doch gerade, oder? Ach so, das ist seine Freundin. Was war das? Da war so ein schwarzes Ding. Da war so ein... Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Was soll das? Ich geh weiter. Lass mich raus. Lass mich raus. Ich kann nicht raus. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Guck dir das mal an. Das ist doch nicht euer Ernst. Was? Da ist eine Batterie. Aber so komplett im Dunkeln, das ist aber auch ziemlich mutig. Man kann es ja gar nicht mehr reagieren. Jetzt habe ich ja wieder eine. Okay. Nicht lang. Oh Mann, wer lacht denn da die ganze Zeit? Alter, ist das gut. Oh, ist das gut. Aber ganz im Ernst, wo muss ich denn hin? Weil. Ich glaube durch die rechte Tür. Aber bin ich hier nicht hergekommen? Hier ist doch der Klassenraum, oder nicht? Oh, vielleicht auch nicht durch die rechte Tür. Oh oh. Ey, Marc ist gerade auch gesprungen, Alter. Der ist 3 Meter hochgesprungen. Holy shit, was soll denn das? Oh, schön, ey. Oh, Gott, darauf habe ich so gewartet, ey. Ach, schön. Oh, nein. Oh, das ist so mein Antrieb. Dafür stehe ich jeden Tag auf. Nee, Alter. Das voll gut. Oh. Komm, Anne, ein paar Minuten haben wir noch. Kannst du mal den Zur Entspannung, oder was?
Ich mache euch gleich mal ein paar Wadenwickel. Ey, ohne Scheiß, ich brauch da erstmal einen Schnaps. Ja, genau. A whole new world. Also Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Wo kommt denn das jetzt her? Lass eine Tür und ein Fenster auf. Ach so, rückwärts gehen. Idiot. Ich da absolut keine Lust drauf habe gerade. Ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Du hast es fast hinter dir, Anne. Ey, ohne Scheiß. Jessica. Die macht alles richtig, die läuft auch weg. Jessica, was geht ab? Oh, da hängt jemand. Och, komm. Oh mein Gott. Ey, Leute. Ja. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Ich muss an Schulen denken und Menschen, die an Balken hängen. Ey, nee. Ach. Leute, was ist denn los? Die Mucke auch. Schade. Und jetzt? Okay, das schwarze Vieh ist wieder da. Oder? Ey, ich... Oh mein Gott. 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 Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht tun. Oh Gott. Lauf. Uns Maisfeld ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. Mit dem Licht, das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist. Ich verstehe Ihre Frage. Ja, die Frage verstehe ich auch nicht. Oh Gott, hier ist ein Zaun. Was mache ich denn jetzt? Was soll ich tun? Was willst du tun? Wolf? Was denn? Sag mir wenigstens, ob ich alles richtig mache. Prinzipiell ja. Ach so. Also wegrennen ist jetzt deine einzige Option. Ich bin ja nicht ganz sicher, in welche Richtung exakt. Da, wo nicht die Typen sind auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, prinzipiell musst du diesem Weg folgen, den du jetzt gerade siehst. Aber dann führt so ein Weg durch. Oh, was ist denn da? Du, ich will es gar nicht wissen, was das ist. Ich gehe weiter. Aber vielleicht ist das deine Rettung. Ist das meine Rettung? Ich sage vielleicht. Weiß man ja nicht. Auf jeden Fall bist du mal aus dem Maisfeld raus. Das ist eine Windmühle. Aber da kommen schon die Leute. Ja, aber ich glaube, da kommst du jetzt her. Also da solltest du nicht... Genau, in die Richtung... Da komme ich her. Nee, genau. Ich glaube, da kommst du her. Aber da kommen die ganzen Typen her. Ich würde tendenziell mal irgendwie so weiter an denen vorbeirennen. Oh.
Ja, genau. Nee, dreh dich mal um. Hier? Oh Gott. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Ich glaube auch. Ich habe mich verlaufen, Mama. Aber das ist bei dem hohen Mais auch echt... Ey, ohne Scheiß, die sieht alles gleich aus. Da ist der Mond. Kann man sich am Mond orientieren? Nee, ja. Aber der ist... Guck mal, da warst du zum Beispiel noch nicht. Das ist schon mal gar nicht so übel. Ey, Anne, du wärst ein 1A-Opfer in einem Horrorfilm. Toll, danke. Ja. Soll das jetzt motivierend sein? Oh. Ich bleib jetzt hier. Ja. Also wenn sie dich nicht gesehen haben, dann ist es eigentlich relativ sicher. Wenn dich jemand gesehen haben sollte, wie du dich versteckst, ist dann die Demo vorbei. Das werden wir vielleicht gleich sehen. Oh Gott. I look despite the pain and the hell. Boah, nee, aber ich glaube, der zieht weiter. Alter! Ich wette, wenn ich da raus... Oh. The flood will inflamed blood to destroy them. Bitte guck nicht hier rein. Guck nicht hier rein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich rausgehen? Also wenn du ihn nicht mehr hörst und noch nicht mehr siehst, dann wäre es zumindest mal ein Versuch wert. Ja, trau dich mal was. Wir haben noch nicht mehr so viel Zeit. Ich höre ihn aber noch. Deswegen lass mal drauf ankommen vielleicht. Bist du das? Nee. Okay. Boah, ja. Okay, good call. Scheiße, Alter. Der weiß genau, dass ich hier bin. Du kannst irgendwie aus rauspieken. Wie war das? R2 oder so? Ja. Ey, wirklich rennen. Genau, und du solltest echt mal diesen, ja, genau, diesen Mittelweg finden. Und jetzt... Aber hier, das ist doch... Rein. Das kann jetzt nicht richtig sein, Leute. Weil hier... Da ist noch eine Batterie. Die kann ich aber nicht aufnehmen. Egal. Hier. Oh Gott. Oh Gott. Hier gibt es keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg mehr. Du musst wieder durch den Mais. Die Kinder des Mais. Boah, Alter. Sie sind überall. Sie sind überall. Du drehst sie auch immer wieder weg. Du solltest, mal eine, du solltest mal eine Richtung verfolgen, die du einschlägst. Aber die kommen doch von überall. Ich kann doch nicht in ihre Arme laufen. Nee, machst du ja nicht. Du rennst ja gerade davon. Oh Gott. Ich bin wieder hier. Also das ist schon mal gut. Guck, wie er da steht, der Sack. Alter. Der Lump. So, jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, aus der Richtung kommst du. Ich bin jetzt auch nicht komplett sicher. Vielleicht. Das kann nicht sein. Oder warte, oder ist da ein Tor, was aufgeht vielleicht? Ja. Also Licht. Ja, oh mein Gott. Okay, ich habe mich vertan. Du kommst doch genau aus der anderen Richtung, wie ich es sagen wollte. Oh Gott. Schneller. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Auch nicht schon wieder. Oh Gott, bitte nicht! Nice. Holy shit! Ey, du hast ja auch das Demo geschafft. Und darauf ein... Ja. Nicht schlecht, Adel, muss sagen, ey, Respekt, hast du durchgezogen. Bis zum bitteren Ende, das war doch... Oh. Oh, Alter, oh nee, wir waren gerade so schön kuschelig hier, ey. Oh. Alter Schwede. Ja, ich hab, ich hab wirklich immer wieder mitgelesen, aber ich wollte nicht die ganze Zeit reinplappern. So, ihr seht's, also bitte aufschreiben für die Leute mit dem schwachen Gedächtnis, das war die Demo zu Outlast 2, wie viele Leute gefragt haben, was ist das für ein Spiel? Outlast 2 heißt die Demo, könnt ihr auch gerne nochmal selber zocken. Anne, ich bin sehr, sehr stolz auf dich, wie alle. Und ohne Scheiß, beim letzten Jumpscare, Mark hat sich mehr erschrocken als du. Ich habe es auch gesehen, es war sehr gut. Wir bräuchten doch vielleicht so eine feste Kamera, die immer wieder die Regie ins Bild nimmt. Das wäre vielleicht echt schon ganz geil. Ja, schön war's. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich fand's gut. Ja. Ja, wie gesagt, ich brauche gleich, wenn das hier durch ist, brauche ich erstmal einen Schnaps. Ja, Schnäpperkind, würde ich auch sagen. Und gucken wir mal, wie ich heute Nacht schlafe, ne? Ja, ey. Das wird super toll. Du trinkst ja irgendwie 3-4 Schnäpse und dann geht das auch. So, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Wir müssen noch ganz schnell das Gewinnspiel kommunizieren. Ne? Ja, bitte. Also, es läuft folgendermaßen. Ich zeig's nochmal. Ihr könnt ja eine PlayStation VR gewinnen. Das haben wir ja ganz am Anfang dieser Sendung angekündigt. Was ihr dafür tun müsst, ist Folgendes. Wenn dieser Livestream hier, als VOD auf unseren Kanal Inside PlayStation geladen wird,
Was voraussichtlich morgen früh der Fall sein wird. Naja, Mittag, ne? Mittag, so früh vielleicht, Mittag. Ja. Dann müsst ihr einfach dort unter diesem Video in die Kommentare schreiben, warum ihr die PlayStation VR haben möchtet und sie verdient habt. Das ist alles, was ihr tun müsst. Außerdem, das stimmt überhaupt nicht, ihr müsst natürlich auch unseren Kanal abonniert haben. Wir finden das raus, wir können das alles überprüfen. Ja. Deswegen, nur wer den Kanal abonniert hat und diesen Kommentar verfasst, hat eine Chance, dieses Baby zu gewinnen. Ja, wir kommen dann auf euch zu und dann habt ihr es in ein paar Tagen auch schon bei euch zu Hause und könnt selber zocken. So, sehr schön erklärt, Anne. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir uns alle sehr gefreut haben. Ja, jetzt kommt nämlich die Abmoderation von dir und zwar gesungen auf die Melodie vom Sandmännchen. Ich sage es gerne nochmal, es war eine Idee unserer fantastischen, kompetenten Regie. Was auch immer mir das sagen soll. Ich weiß nicht recht, wie die Melodie vom Sandmännchen geht, aber ich versuch's. Oh, nochmal. Okay, ich sag schon mal Tschüss, denn damit würde ich wirklich den Stream beenden. Deswegen gehe ich schon mal raus. Anne, das ist dein Applaus. Kinder, liebe Kinder, wir gehen jetzt fein nach Haus. Und natürlich sehen wir uns wieder in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Inside PlayStation, Livestream und gute Nacht. Ja.